Willkommen zu einer weiteren Yandere-Simulator-Folge. Und zwar spielen wir heute wieder den 9080s Mode weiter und kümmern uns heute um die letzten vier Rivalinnen. Die werden nochmal richtig knackig werden, denn wir versuchen sie auf dem originalen Weg, oder beziehungsweise wie uns das Spiel es vorgibt, sie zu eliminieren. Für den Fall, dass eine Sache nicht klappt, können wir es natürlich auf unsere Art und Weise machen, aber wir wollen ja gucken, wie wir das richtig anstellen. Lasst mir gerne viele Daumen nach oben da und schreibt mir weitere Dinge, die wir in diesem Modus machen können, in die Kommentare. Ich weiß, man kann auch zum Beispiel die Yakuza beauftragen und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, wir werden heute in diesem Videofinal alle Rivals mal eliminieren und anschließend werden wir alles weitere testen, was in diesem Game geht. Und da würde ich sagen, gehen wir rein. Lass gern ein Abo da. Fände ich mega nice. Croissant-Füllung heute übrigens mit absurder Bluttat und ganz viel Psycho-Vibes. So. Genauso wie dieses gruselige Stoffgnu. So, let's go. Rein da. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde in die Stadt gehen. Wir brauchen nämlich für eine der neuen Rivalinnen ganz viel Geld. Das heißt, ich werde jetzt erstmal versuchen, Geld zu verdienen. Und dann werden wir auch gucken, dass unsere Reputation, unser Ansehen generell in der Schule höher ist. Das heißt, wir müssen viel mehr mit Schülern sprechen, weil das wird jetzt bei den letzten Rivalen sehr wichtig werden. So. Start. Machen wir mal. Puh, erstmal leicht. Ich muss erstmal checken, worum es hier geht. Hier kann ich moven. Achso, hier. Okay, und was ist jetzt die Aufgabe? So, was will die? Okay, ein Burger. Mach hinne. So. Achso, Place Order. Ja, ich möchte es gern placen. E. Okay, so. Achso, der macht's dann. Okay. Ist ja süß. So. Gib mir das. Kann ich es jetzt irgendwie ihr geben? Achso, das muss ich sogar in die Hand nehmen. So, okay. So, was gibt's hier? Auch eine Pizza darf sein. Natürlich. Tschüss. Nee, scheiße, ich wollte keinen Burger. Ich wollte eine Pizza. Oh je. Oh je. Wie kann ich den jetzt wegstellen? Oh no. Bitte sag, dass du ein Ding willst. Scheiße, er will keins. Okay, kann ich jetzt bitte... Ja, sehr gut. Oh nein, ich kann es nicht nehmen! Okay, es tut mir so leid. Egal. So, jetzt aber. Hier, da kriegt er seine Pizza. Bitteschön. Scheiße, okay. So, nächster Kunde, was willst du? Okay, was auch immer das ist. So, schneller mach. Schneller! Sie wird nervös. Soll man wirklich sehr schneller kochen, muss ich sagen. Lobe ich mir. So, hier bitteschön für dich. Jetzt habe ich's raus, Leute. Jetzt geht der. Jetzt geht's ab. So, okay. Das möchte sie. Er auch. So, bitte nochmal. Matcha. Wie schnell die Kunden reinkommen und gehen, das sind, glaube ich, die liebsten Kunden, oder? So. Hier, bitteschön, auch für dich. Was willst du? Er will ein Sandwich. So. Dankeschön. Schneller. Mach hin. Komm, wir schaffen's noch. Schneller. Oh Gott. Ah. Oh Gott, ganz knapp geschafft. Huh. It's time up. So, was kriege ich? 50 Dollar. Ja, das geht doch. So, okay. It's Monday. So, die nächste Rivalin war die, die ja, glaube ich, einfach generell super reich ist und sich eigentlich gar nicht bemühen muss und wir müssen dafür sorgen, dass sie von der Schule fliegt. War das nicht die? Ich glaube ja. Dann hätte ich jetzt aber zuerst in die Stadt gehen müssen. Verdammt. So, hier haben wir sie. Senpai, ich habe so einen Moment für mich. Ich möchte dir wieder mein Essen geben. So, dann würde ich jetzt nämlich erstmal wieder diesen komischen Modus hier ausschalten. Den braucht nämlich kein Mensch. Gameplay Options, hier diesen Filter. So, sieht viel schöner aus so. Okay. So, jetzt hat es auf jeden Fall auch schon Kameras. Ich habe keine Ahnung, ob ich da reinlaufen darf oder nicht. Wir nehmen unser Dashle und gucken mal, ob wir irgendwo ein Radio finden. Denn dann würde ich als erstes gucken, dass ich aus dem Lehrerzimmer etwas klaue, damit ich nämlich die Möglichkeit habe, die Antwortmöglichkeiten für den nächsten Test zu klauen, um ihr in die Tasche zu packen und dann zur Lehrerin zu rennen und zu sagen, ey, ich habe das mal echt einmal erlebt, Leute. Es war unfassbar in der Realschule, beziehungsweise da war in der Grundschule, Entschuldigung, in der Grundschule. Es war so absurd. Da hat tatsächlich eine versucht, eine andere auszustechen, indem sie ihr irgendwas, ich glaube, das war
ich weiß nicht mehr was, sie hat ihr irgendwas in die Tasche gepackt heimlich, was voll schlimm war. Und dann kam aber raus, dass es tatsächlich wirklich eine intrigante Aktion war. Da waren wir alle ganz geschockt, dass man in der Grundschule so jungen Jahren schon so mies sein kann. So, ich muss mal gucken, wo ich das Radio finde. Ich habe gehört, dass hier auch die Pandoria sein soll. Ich würde dort auch gern sitzen, muss ich ehrlich sagen. So ein süßes kleines... Das ist ja noch Platz. Also an den Entwickler. Ich spiele ganz viel andere. Vielleicht wäre hier noch so ein kleines Gnu mit Hörnern ganz cool. Würde mich echt glücklich machen. Wird nie passieren. So, ich brauche das Radio. Okay, ist kein Rennen erlaubt und ich renne die ganze Zeit durch die Gegend. Ganz toll. So, hier ist auf jeden Fall schon mal mein Platz. Vielleicht finde ich auch von ihr. Ah, da ist sie. Guck, da ist sie. Und hier ist ihre Tasche. Schon mal sehr gut. Ich habe, glaube ich, nichts zum Reinschmuggeln, oder? Steelbento? Nee, das bringt mir nichts. Contraband? Nee, bringt mir auch nichts. Ich habe noch nichts. Ich muss erst mal was holen. Lab? Ich muss halt auch irgendwas finden, womit ich sie verpetzen kann. Aber das, ja, das ist so, jetzt holen wir erstmal, wo ist dieses verdammte Radio, bitte? So, vielleicht kann ich hier schon mal anfangen, so nebenbei so ein bisschen socialize. So, ein bisschen Komplimente, ihr seid ja alle so toll. Ah, hier ist das Radio, yes, ich hab's, okay, sehr gut. Was habe ich hier denn noch? Okay, also ganz oben, dann nehmen wir jetzt das Radio. Okay, das brauche ich nämlich jetzt. Dann nehmen wir das Radio, so, let's go. Und dann gehen wir runter zum Lehrerzimmer, weil dann werde ich nämlich das Answer Sheet klauen. Und der Ollen untermischen. So. Okay, wo sind jetzt die Lehrer? Da sind sie. Lass mal droppen. Warte, ich mach's mal. Alles gut. So, droppen wir's mal hier. Und wann gehen die Lehrer nochmal? Die müssen ja alle so um 8 Uhr eigentlich düsen. Und dann muss ich sie eigentlich nach der Pause unterjubeln und sie dann verpetzen. Okay, das sollte möglich sein. Das sollte ich hinkriegen. Dann lassen wir jetzt auch mal die Time passen. Voll vorbildlich, dass die Lehrer um 6 Uhr morgens schon da sind. Bei mir war es immer so, dass die Lehrer als letztes ins Klassenzimmer reingerast sind. Wir immer gesehen haben, wie die erste Schule kommen, so richtig gestresst. So, wo eigentlich ihr Zimmer war, nochmal oben gegenüber von mir. Ich finde es süß, dass sie hier aufs Bild schaut und nicht aufs Handy. Okay, kann es auch noch ein bisschen... Es gibt da noch irgendwo einen Button, womit ich die Zeit noch schneller umgehen lassen kann. Aber ich muss nachher mal gucken, wo der ist. So. Ist doch süß, dass hier jeder seine Aufgabe hat. Was ich mir auch echt gewünscht hätte, was ich echt cool finde am amerikanischen Schulsystem, sind so diese... Kurse und diese Clubs, sei es jetzt irgendwie Theaterclub, Gesangsclub, Cheerleading, Sport, Chemie, das finde ich richtig cool, dass das irgendwie gefördert wird, würde ich mir auch wünschen. Gab es bei uns aber leider nie. So, ich glaube, jetzt würden sie wahrscheinlich aufstehen und gehen, weil jetzt ist 8 Uhr. Nein? Okay. Fängt nicht jetzt der Unterricht an? Hallo, Lehrer. Ihr könnt aufhören zu arbeiten. Also die Schüler gehen jetzt schon mal alle in die Schule. In die Klasse, glaube ich. Oder? Müsste das jetzt eigentlich nicht so sein, dass ihr euch auch langsam verpoist? Kommt schon, bitte. 15 nach. Das ist eure Zeit. Ich weiß es. Ja, sehr gut. Okay. Gut, 15 nach. Gehen die Lehrer auch mal. So, jetzt muss ich ja das hier gleich anmachen und dann reinrennen und das klauen. Das wird ein Act. Ich würde hier gerne mal speichern, weil das könnte jetzt auch failen. Ja, ja. So, dann machen wir das hier hin. Okay, let's go. So, ich hoffe, sie kommt jetzt gleich mal her. Dann kann ich, wenn sie auf der anderen Seite ist, kann ich das nämlich anmachen und dann renne ich rein. So, lass ich sie jetzt langlatschen, dann mache ich an und renne rein. Sie hört's gar nicht. Doch, sie hört's. Okay, jetzt aber ganz schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh Gott, das schaffe ich nicht, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nicht lachen, nicht lachen. Oh mein Gott. Oh, was ein Stress, Alter.
Oh, ich hab's geschafft. Speichern. Oh Gott, ey. So. Dann ab in die Klasse. Ich komme leider zu spät, aber das ist okay. Und dann werde ich ihr das nämlich in die Tasche stehlen und packen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ich war noch kacken. So, jetzt machen wir erstmal hier alles hoch. Chemie. Sprache, ja. Ja, ja, ja. So wollen wir das. Sehr schön. Hoch damit. Hoch damit. Ach, ist das schön, diese ganzen Punkte zu vergeben. Das ist so befriedigend. So, okay. Ja, ja, ja. Ich bin der Gangster. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ihr das hier reinschmuggeln. Und dann kann ich zum Lehrer gehen und petzen. So. Weg mit euch! Raus! Schneller! Muss kurz alleine sein. So, da lege ich jetzt weg mit euch. Weg, 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 weg. Dankeschön, Frau Lehrerin. Und tschüss. So, dann kann ich nämlich jetzt hier... Answer Sheet. So, ist drin. Dann gehen wir jetzt petzen. Ich fühle mich so ekelhaft. Ne? Das ist so widerlich, was ich da mache. Ich würde sagen, derzeit socialize ich mal ein bisschen mit denen. Kann ich hier die Task machen? Ah, okay. Ich kann jetzt hier quasi diese Assignments machen, ne? Die wollen alle dieses scheiß Assignment. Dann mache ich das jetzt einfach für jeden. Und dann spreche ich einfach wieder mit jedem. Wie die alle einfach sich vor dieser Arbeit drücken. Das ist geil. Okay, ich mache das gern alles für euch. Für dich natürlich auch, weil du klaust ja eigentlich meinen Senpai, du Schwein. She's busy. Ach so, das war die, ne? Ja, ich habe sie verwechselt. So, okay, dann gehen wir jetzt mal kurz hoch. Und ich würde tatsächlich gerne mit denen einfach mal quatschen. Socialize, lass uns darüber reden. Reputation geht ganz bisschen hoch. Jo, lass uns auch darüber reden. Ja, ihr liebt mich alle. Die müssen mich eigentlich alle lieben. So, hier, lass mal drüber reden. Lass mal drüber reden, meine Liebe. So, hier auch mal. Einfach ein bisschen socialize, ein bisschen Bauchpinseln. Oh, scheiße, das mochte er gar nicht. Schwein. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz in die Bibliothek. Die war ja... Socialize. Ja, liebe mich. Socialize. Oh, ich weiß zu wenig über den. Hier mal ein bisschen reden. Oh ja, das ist gut, das mag sie. Reputation muss ein bisschen höher. Oh nee, ich will nicht joinen. Kann ich mit dir ein bisschen socializen? So, sehr gut. Dann ist nämlich die Reputation schon so hoch am nächsten Tag. Dann können wir nämlich alle Leute, die uns nerven, wegschicken. Und das ist nämlich ganz wichtig später. Weil später wird es echt schwierig, die Leute irgendwie... Was weiß ich, was sie mag. Vielleicht mag sie Art. Es ist nämlich echt wichtig, die Leute nachher... Nein, 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 ich will nicht joinen. Nein, nein. Scheiße. Egal. So, okay, vielleicht haben wir dann was zu reden. Nee. Dann lass mal in die Bibliothek gehen. So, jetzt habe ich für wen habe ich es jetzt eigentlich gefinished? Kann ich jetzt kurz für ihn vielleicht mal... Really? So, dann machen wir kurz mal für ihn auch die Task. Habe ich doch eigentlich jetzt schon, oder? Ach so, ich kann die wahrscheinlich immer nur für einen annehmen. Oh my God, you did it. Oh, tatsächlich geht es doch. Wenn ich es einmal mache, habe ich es für alle anderen erledigt. Really? Mal gucken, ob ich das jetzt habe. Really? Okay, dann muss ich es tatsächlich doch einmal immer für jeden Einzelnen erledigen. Aber so holen wir uns die Reputation, das ist auch gut. Dann mache ich das jetzt mal durchgehend kurz für alle. Aber ich sollte auch noch schnell petzen gehen. So, ich mache die kurz fertig, dann gehe ich petzen. Nicht, dass jetzt gleich der Schulunterricht wieder beginnt. Wäre ja schön, wenn man so schnell Dinge beenden könnte, ne? So. So, jetzt gehen wir mal petzen. Wo ist das Officer? So. Reporting Cheats. Das geht ja gar nicht. Meinst du es ernst? Ich werde das auf jeden Fall nachgehen. Ich werde dem auf jeden Fall nachgehen. Ich werde sie aber währenddessen will sie sie auf jeden Fall, wenn sie es macht quasi, will sie sie schnappen. Das heißt, I caught an act. Okay, dann mache ich mal noch ein bisschen weiter meine Reputation hoch, indem ich hier denen einfach noch so ein bisschen dieses Zeug... Ist eigentlich gut, die hier an der Bank alle zu machen. Kann ich euch sehr empfehlen. Macht die alle an der Bank, dann habt ihr schon mal eine gute Reputation. Finish Homework Assignment. So. Und dann könnt ihr nämlich später einfach alle abklopfen. Und
Dann könnt ihr später auch einfach alle irgendwo hinschicken und sagen, hey, bitte geh mal weg. Das wird nämlich sehr, sehr wichtig sein. Gerne doch, gar kein Problem. So. Zack. Und dann sind wir einfach mal über die Pause beliebt geworden, Leute. So leicht geht es. Wunderbar. Boah, ich habe einmal, das war in der Grundschule, das werde ich nie wieder vergessen. Ich hatte halt schwarze Tinte. Und meine beste Freundin blaue. Und wir haben halt eine Klassenarbeit geschrieben. Und wir mussten die abgeben. Und ich habe gesehen, sie hat halt unten in den letzten drei Zeilen Sachen nicht ausgefüllt, die ich wusste. Und während wir die Blätter eingesammelt haben, habe ich ihr das schnell hingeschrieben. Und in dem Moment kommt die Lehrerin und fragt, ah, okay, und du bist also Ruby? Und ich so, nee. Und die so, was, du, da schreibst eine falsche Arbeit, was soll das? War halt eine Vertretung. Und zum Glück war unsere Lehrerin dann so nett, dadurch, dass ich schwarze Tinte habe, dass sie gesehen hat, ich habe nur drei Sachen hingeschrieben und hat uns dafür einfach nur keine Punkte gegeben. Aber meine beste Freundin war halt auch voll geschockt, weil die halt auch Schiss hat, dass wir jetzt beide eine 6 bekommen. War halt total übertrieben, wie die ausgerastet ist. Aber das war mir eine Lehre, meine Lieben. So, jetzt gehen wir mal in den Unterricht und gucken, ob das klappt. So, let's go. Was ist das in deinem Tisch? Ein Antwortenblatt. Du hast betrogen. Was? Nein. Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Oh, wie peinlich. Komm mit mir, wir haben jetzt aber... Oh Gott, die wird jetzt richtig fertig gemacht. Wird jetzt darüber geredet, dass sie betrogen hat. Okay. So, wir müssen also dafür sorgen, dass sie von der Schule geschmissen wird. Oh, nichts leichter als das. So, dann speichere ich mal. Ich bin da sehr, sehr happy drüber, dass das jetzt so gelaufen ist. So. Und meine Reputation ist auch sehr, sehr gut. Warum habe ich denn eine Brosche im Haar eigentlich? Ach so, weil ich jetzt... Ach, wie süß. Ich habe eine Haarklammer, weil ich jetzt im Musikclub bin. Das ist ja voll süß. Ah, natürlich mache ich das. Mache das ja für euch alle. Ich kann auch einfach nur socializen. So. Oh, die eine böse Maske. Ja, ihr liebt mich alle, ich weiß es schon. Oh, guck mal, die lieben mich alle, ja. Ich glaube, ich komme zurück und bin einfach das Perfect Girl. So, wollen wir mit denen reden hier? Hey, mein Freund, sprich mit mir. Yes, socialize mit mir. Liebe mich, liebet mich! So, endlich ist meine Reputation mal oben. So, socialize. Weiß nicht, was er macht. Mag er vielleicht... Ah, okay, nee, ist nicht seins. Egal, socializen. Ich kann auch tatsächlich dafür sorgen, dass Leute einfach eine schlechte Reputation haben. Oh, das ist mein Senpai. So, können wir noch ein bisschen socializen? Okay, passt. Ich bin zufrieden. Ich gehe jetzt. So. Damit wir der noch ein bisschen mehr unterjubeln können, der Gutsten, würde ich vorschlagen, dass wir noch ein paar Sachen in der Stadt kaufen gehen, Leute. So, meine Reputation ist jetzt hoch. Ich bin jetzt voll beliebt. Beliebter als dieser dumme, blöde Detective. Mit dir. Ja, ich bin's. Hör auf, mir nachzusteigen. Ach, was für ein schöner Tag. So, Reputation ist oben. Yes. Ryoba is ready to leave school. Alle sind happy. Wunderbar. So, ich gehe jetzt nochmal in die Stadt. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeugs. Town. Bisschen... böses Zeug, Leute. Wenn ihr versteht, was gibt's denn hier so? Haben die vielleicht noch ein bisschen Stuff für mich? Hey, mein Freund, sprich mit mir. Warum spricht er nicht mit mir? Wieso verliebe ich dich eigentlich nicht in den? Turn around and walk away, unless you wanna get hurt. Kannst du nicht mit mir sprechen? Okay, er möchte nicht. Ist okay. So, wo kriege ich denn eigentlich mein illegales Zeug her? Hier? Convenience Store. Alkohol! I gonna have a ID. Scheiße. Kondome. Sleeping Medicine. Red Poison Own. Scheiße, ich brauche eine ID. Wo kriege ich denn eine Fake ID her? Bestimmt von den Yakuzas, oder? Aber ich kann nicht mit denen reden. Verdammt. Vielleicht reicht es auch, wenn ich ihr jedes Mal Zigaretten reinpacke. Ich weiß es nicht. Aber... lasst es uns einfach Elektronik. Okay, jetzt lasst es uns einfach mal probieren. Oh Gott, scheiße, meine ID. Mann, Kacke. Wo kriege ich eine Fake-ID her? Oh, da kann man Waffen kaufen. Kann ich ihr vielleicht auch ein Messer oder so reinbauen? Screwdriver? Crowbar? Pickaxe?
Wäre auch interessant, ob ich ihr das reinpacken kann. Ich weiß es nämlich nicht genau. Wo kriege ich meine Fake-ID her? Hair-Salon. Ich würde sagen, ich arbeite nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall später noch mehr Geld. Wir machen mal Medium. Ich hab's jetzt drauf. So. Hi. Okay, das will er. So, zack. Schnell. Kein Problem, ich regel das. So, da kommt schon die nächste Bestellung. Hi. Pizza. Dann kann er nämlich direkt schon mal eine Pizza machen. So, hier, bitteschön. Die sind direkt schon also genervt sind, weil ich kurz ein bisschen die blöd schon zu bestellen, während der andere schon noch wartet. Ich würde immer mit Bestellen warten. Außer ihr habt diesen einen Freund, der 10 Jahre braucht. So, was darf es bei dir sein? Was auch immer er will, eine Suppe. Koch ist halt auch so richtig durch mit den Nerven, ne? So, bitteschön. Was willst du? Sag mal, wie viele Leute kommen da eigentlich und treffen sich dort? So, okay. Ich hoffe, die wollt auch eine Pizza. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. So, okay. Will das hier? Leute, ich bin schon ein richtiger Profi. Merkt ihr das? Ist gar kein Problem für mich. So, bitteschön. Der will auch das Gleiche. Der arme Koch macht schon so schnell, die Leute sind trotzdem beleidigt. So, was willst du? Okay, er will Eier. So, wunderbar. Bitteschön, mein Freund. Mann, ich bin echt richtig gut, Leute. Es gibt jetzt richtig Cash. Cash Overflow. So, Pizza, aber natürlich. Oh nein, das war jetzt falsch. Oh oh, jetzt wird er grumpy werden. Oh oh, now he's getting grumpy. Okay, was darf es hier sein? Okay. Eier wollte er, ne? Oh scheiße, das war falsch. Scheiße, das wusste ich nicht. Egal, $132. Dienstag. Los geht's. So. School. Go. Habe ich jetzt eigentlich meine Zigaretten in meinem Inventar? Kann man das hier auch irgendwie nachschauen? Ob ich das hier drin habe? Sonst muss sie halt nochmal Schule. So. Das mache ich deshalb im Lehrerzimmer nochmal. Ist mir auch wurscht. Ist auch mal tatsächlich eine Aufgabe, wo wir eine Rivalin über eine Woche loswerden müssen. Oh, wie geht's dir, Senpai? Ich habe dir ein Buch mitgebracht. Ach, was heißt Senpai? Der Senpai fühlt sich aber auch nicht wie bei das Murmeltier, oder? Der hat jeden Tag irgendwie den gleichen Struggle. Jedes Mal die gleichen Gespräche. Das ist ja fürchterlich. Ich hole für den Fall, dass meine Zigaretten jetzt nicht in meiner Tasche sein sollten, mal kurz das Radio. Aber ich glaube, sie müssten in der Tasche sein. Nur ich konnte nichts auswählen. Das hat mich gerade irritiert. So. Wo war nochmal das Radio? Radio, Radio. Oh, hier ist der Detective, oder was? Guck mal, das sind doch die Sachen vom Detektiven. Aha. Wir haben sogar für Detektive einen eigenen Club. Wie geil. Hier war das Radio, oder? Yes. Radio. So, dann muss ich jetzt eigentlich nur unten warten. Die kommt jetzt gleich in ihr Zimmer und legt ihre Tasche ab. So, socializen. Die lieben mich ja eigentlich eh alle, oder? Hier ist mein Zimmer und ihr ist es hier. Dann müsste sie jetzt gleich herkommen. Solange gucke ich noch mal, ob ich mit den Leuten irgendwie quatschen kann. Ob die mir jetzt auch überall hinfolgen, wenn ich das will. Socialize. Also sie haben halt immer noch keine Herzen über dem Kopf. Aber ich glaube, ich kann Task... Ach so, erst wenn ich die Task für die mache, machen die einen Favor für mich. Ich verstehe. Okay. Ach, so ist das also. So ist das also. Okay, gut zu wissen.
Da muss ich ja eigentlich genau wissen, wer wann nachher wo ist und mich nervt und denen die Favor, diese Task zu machen, um sie wegschicken zu können, tatsächlich. Wegschicken. Hier, ich hab's für dich gemacht. Okay. Also es reicht nicht nur beliebt zu sein, man muss quasi die Aufgaben für die erledigen. Aber gut. Dann warten wir mal, bis die kommt und ihre Tasche hier hinpackt. So. Die müsste jetzt eigentlich gleich kommen, da ist sie doch. Ja, leg dein Täschchen ab. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn ich jetzt die Einzige bin, die hier im Zimmer chillt. Ach so, legt man also seine Tasche ab. Sie war ja sehr smooth. Smooth. Das ist smooth, Girl. So, weg damit. Und haben wir die Zigaretten dabei? Nee. Aber ich habe die doch gekauft. Ach so, die konnte ich nicht kaufen. Aber ich habe doch irgendwas anderes gekauft. Habe ich nicht was anderes gekauft? Komisch. Die Frage ist, wie kriege ich halt so eine ID? Machen wir das nochmal mit dem Radio. Ach so, aber habe ich nicht irgendwie Alkohol? Nee, Alkohol ging ja nicht. Oder kann ich da irgendwie was vielleicht klauen? Zigaretten kann man doch auch. Gab es doch irgendwo noch anders herzubekommen? Sonst möchte ich mal kurz gucken, ob ich eventuell ihr einfach eines dieser Giftampullen in die Tasche packen kann. Eventuell könnte das funktionieren. Dann crafte ich mir aber mal kurz meinen Dietrich, meinen Dieter. So. Erpins. Erpins. Und dann Treppen hoch. So, gucken wir mal. Oder war es vielleicht hier irgendwo auch drin? Nee. Okay, hier ist der Crafting Table. Hairpins und das. Combine. Yes. Yes. So, okay, ich guck mal, ob ich in dem Chemieraum das rausbekommen oder ob ich ihr... Ich glaube tatsächlich, ich kann ihr das nicht unterjubeln, das Zeugs. Kann damit, glaube ich, nur das Bento vergiften. Aber wir gucken mal einfach kurz. Wo war denn der Chemieclub nochmal? Ich kann mir das immer noch nicht merken irgendwie, ne? Echt geil. Oder kann ich das Betäubungsmittel ihr unterjubeln? Das wäre halt auch interessant zu wissen. Das funktioniert. Oder Rattengift. Rattengift wäre auch heftig. Aber ich glaube, das kann ich ihr nicht unterjubeln. Ich glaube, damit kann ich wirklich nur Dinge vergiften. Deswegen gucken wir mal, ob dieses in dem Chemieraum... Ich glaube, Chemie war oben. Ob ich da jetzt die Tür aufmachen kann. Da ist ja auch immer ein Fläschchen drin. Nee, das kriege ich, glaube ich, echt erst, wenn ich den Chemieclub beitrete. Dann gucken wir mal, ob ich unten aus dem Krankenzimmer das klauen kann. Und in die Tasche packen kann. Jetzt müssen wir das nochmal mit dem Sheet machen. Ich weiß halt nicht, wie ich meine ID hier rausbekomme. Oder wie ich halt meine Fake-ID bekomme. Tatsächlich. Tranquilizer. So, ich guck mal, ob ich sie in die Tasche packen kann. Let's see. Würde ich aber sagen, speichern wir zuerst mal. So. Nee, kann ich hier nicht reinpacken. Ich kann nur Bento vergiften. Aber dann machen wir das nochmal mit dem Arbeitssheet. Da muss ich gucken, wie ich meine ID rausbekomme. Okay, okay, okay. So, ich hoffe, dass es überhaupt so geht, wie ich mir wünsche. Und dass man das mit der... das nochmal machen kann. Dass sie aber auch ihre Tasche nicht kontrolliert. Also, wenn mir einmal jemand was in die Tasche gepackt hätte, würde ich meine Tasche nicht mehr aus den Augen lassen. Und sie macht es gefühlt einfach jedes Mal. So.
dann machen wir das halt nochmal, ist ja wurscht. Hauptsache, wir werden sie los. Das ist Hauptziel. Oh, genau, verschwindet. So, jetzt kann ich das Radio gleich anmachen und dann gehe ich wieder rein. Okay, schnell, 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 schnell. Unangenehm, unangenehm. Ey, ich würde da so... Oh Gott, ich glaube, das schaffe ich jetzt aber nicht, oder? Oh. Oh Gott. Ey, das wäre mir zu dumm. Also, ich würde da so... Ich hätte da so einen Stress mit. Ich könnte es nicht... Kann ich da eigentlich auch eine Waffe in die Tasche packen? Ich würde mal vorsichtshalber jetzt gerne eine Spritze oder so klauen oder ein Messer... Vom Okkult-Club, das mache ich kurz. Ich klaue kurz ein Messer vom Okkult-Club. Nur um zu testen, ob das auch geht. Oder halt vom Cooking Club. Ist eigentlich wurscht, woher. Hm, ich glaube, klauen ist da eh nie gut. Klauen ist nie gut, Leitz. Ja, vom Okkult-Club, glaube ich, ist gut, wenn man was klaut. Das Ritual. Als ob man hier in der Schule ein Ritualmesser drin haben darf. Das ist so unlogisch. Oh Mann, ey. Okay, wir gehen jetzt in den Unterricht. Alles wird gut, Leute. Ja, da sitzen ja kaum Schüler drin. So, da bin ich. Sorry für die Verspätung. Juckt auch keinen. So. Ich speichere jetzt aber mal. Einfach nur um zu gucken. Ob ich die Waffe reinpacken kann. Too close. Ja, läuft auf mich zu und schuckt mich an den Brüsten weg. Wer ist hier too close, du Sack? So, sie dürfen jetzt bitte umgehend die Klassenzimmer schnell verlassen. Socialize, es ist ja alles so wunderbar. Mein Reputation ist eh schon auf 1 Million. So, jetzt tschüss. Hier auch nochmal tschüss. Und dann gucken wir mal. Kann ich... Nee, ich kann immer nur das Answer Sheet reinpacken. Keine Waffen. Okay, Answer Sheet ist drin. Ist egal. Dann gehen wir mal zum Lehrerzimmer und petzen nochmal. So räudig, echt. So blöd, was wir machen. Aber okay. Kann ich ja auch Student-Info irgendwie bekommen? Gossip. Kannst auch über sie einfach lästern. Gossip. Did you know that she loves socializing? I didn't know that. Okay, das ist aber nicht schlimm, wenn ich das sage. Ist ja nichts Negatives. Ich muss es nur schon mal lernen. So, okay. Dann gehen wir zum Lehrerzimmer, Rektorzimmer. Ach, übrigens, sie hat schon... Ach, das kann ich gar nicht mehr reporten. Ach, scheiße. Das kann ich gar nicht mehr reporten. Oh no, I don't know that. Ich kann es gar nicht mehr reporten. Das heißt, ich brauche irgendwie diese ID. Aber ich weiß nicht, wie. Scribbity, shribbity dee. Verdammt. Schwierig. Vielleicht kann mir das einer von euch mal einfach in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Wie ich... Man kann also nicht für dasselbe Vergehen einen öfter melden. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen. Wäre eigentlich auch nicht dumm. Wenn ich für sie die Task mache... Weil, dann folgt sie mir, wohin ich will. Und das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, also. Wo kriege ich meine Fake-ID her? So, jetzt folgt sie mir nämlich auch, wenn ich will. Okay, sie folgt mir. Das ist schon mal gut. Also morgen ist auf jeden Fall ihr beschlossener, für mich beschlossener Todestag. Aber ich würde jetzt tatsächlich erstmal gucken, ob ich meine ID doch noch irgendwie faken kann. Ansonsten kann ich sie mir auch einfach einschläfern und mit nach Hause nehmen. Könnte ich theoretisch nämlich auch machen. Im Prinzip, das habe ich ja. Dann mache ich das jetzt einfach. Ich nehme die jetzt mit nach Hause. Wo läuft sie denn lang?
Ah, hier, okay. Schnell, Krankenschwester, gehen Sie. Bitte gehen Sie schnell. Ich brauche Ihre Syringe. Schnell. Was macht denn der jetzt hier drin? Oh Mann, kann ich den kurz wegbitten? Habe ich mit dem schon... Nee, scheiße, ich habe mit dem noch keinen... Mit dem habe ich jetzt zum Beispiel keinen Favor gemacht. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell gucken, dass sie mir nicht davonläuft. Dass ich sie mit in die Sporthalle nehme. Jetzt kommt der hier rein. Ich glaub's ja nicht. Okay, so, alles gut. Ich nehme sie jetzt mit. Oh, hoffentlich klappt das. Wo ist sie denn jetzt hin schon wieder? Wo ist sie schon? Ist sie hoch? Oder da hinten? Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Ich glaube, sie ist hochputzen, oder? Oh Mann. Ich muss mich aber beeilen. Gut, dass ich oben geguckt habe. So, meine Liebe, folg mir mal bitte kurz. Follow me. Jetzt zwar ganz schnell. So, komm mit. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt den Counter passen, wo sie sagt, oh, ich musste gehen, tut mir leid, ich kann dir nicht mehr folgen. Boah, Mädchen, mach mal schneller. So, ich nehme mich jetzt einfach mit nach Hause. So. I take your home, aber am besten, wir lassen uns von keinen sehen. Noch schön dreist vor dem Detective. Ich würde sagen, ich speichere hier auch mal für den Fall, dass das nämlich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Na gut, wir haben erst die Hälfte. Das sollte doch noch reichen. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt die richtige Dosis dabei, um das machen zu können. Ich habe keine Ahnung. Komm schon, schneller, vertrau mir. So, jetzt sagt sie gleich, sie hat keine Zeit mehr. Dann muss ich sie gleich nochmal fragen. So, komm her, schneller, los. So, sagt sie gleich, sorry, aber ich habe keine Zeit mehr. So, folge mir. Sehr schön. Vertrau mir doch. Wir haben halt auch so viele Zeugen, die sehen, dass ich sie hier gerade entführe. Aber am Ende wird sich keiner daran erinnern. Das soll mir recht sein. Wir machen das jetzt auf meine Art. Könnt mir gerne reinschreiben, wie ich die ID bekomme. Das würde mich sehr interessieren. Weil ich weiß es nicht. So. Komm rein, meine Liebe, komm rein. So, close door. Und attack. Gute Nacht, meine Liebe. Schlaf schön. So. Wunderbar. Und sie hat nie wieder irgendwer gesehen. So, dann schleppen wir dich mal in die Box rein. Genug Kraft habe ich ja. Dump. Rein mit dir, meine Liebe. Wenn ich keine ID bekomme, dann mache ich es halt auf meine Art und Weise. So, jetzt mal kurz noch ein bisschen gestört lachen, damit es wieder gut geht. Die ist so gestört, wirklich. Also da kann man echt nichts dazu sagen. So, fertig. Ich habe fertig. Jetzt soll ich nochmal die Tür schließen, dass hier keiner irgendwas checkt. Dass nie etwas passiert. So. Oh, ups. Dass hier zum Beispiel auch keine Überwachungskameras sind. So. Dann kann ich jetzt gehen. Dann hole ich sie ab. Dann mache ich sie psychisch gestört. Und was mich interessieren würde, ob sie jetzt schon meine nächste Rivalin ausschalten kann oder ob die Rivalin immer erst dann freigeschaltet auf der Schule sind, wenn sie uns ins Auge fallen. Was? Das könnte ich jetzt ja einfach schon die nächste einfach umbringen lassen von der. Mal gucken. So, gehen wir nach Hause. So, ich leave school. Ich habe gewartet, bis es nachts ist, um mich reinzuschleichen und habe sie dann in meinen... Als ob da man nachts sich so leicht reinschleichen kann. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das jetzt zeitlich schaffe. Aber als erstes würde ich tatsächlich... Ich würde tatsächlich erstmal gucken, ob ich in die Stadt kann und ob ich die ID kriege. Und dann würde ich sie einfach torchen. Fällt ja auch gar kein auf, wenn ich auf einmal auch nicht mehr in die Schule komme, ne? Nee, die Yakuza sind nur abends da. Okay, die sind jetzt gar nicht da. Kein Problem. Dann torche ich sie jetzt. Und dann gucken wir mal. Basement. So, let's go. So, meine Liebe. 18 Stunden. Wir müssen jetzt Vollgas geben. 18 Stunden, ey. 18.
10 Stunden, das ist ja wirklich heftig. So, ich bin nicht in die Schule gegangen, fällt auch einfach keinem auf. Mich vermisst auch einfach gar keiner, auch gar nicht auffällig. Eigentlich müsste das halt auch sowas von auffallen, wenn wir beide auf einmal nicht da sind. So, wie geht's dir jetzt gerade so? Okay, nochmal 18 Stunden. Ich glaube, wir kriegen es nicht mehr ganz hin, dass wir sie brechen. Da hätte ich sie schon Montag entführen müssen. Komm, entspann dich mal. So schlimm ist doch gar nicht. So, dann haben wir nur noch Freitag. Aber wenn sie ja nicht kommt, dann kann sie ihnen ja auch nicht die Liebe gestehen. Ist sie dann nicht auch weg? Spannend, wir werden es gleich erfahren. Basement, so. 28. Wir machen nur noch eine Stunde. Oh, okay, dann habe ich sie zu komplett. Dann kann ich sie vielleicht doch noch mit zur Schule nehmen. No. Why are you doing this? So. Lass mal gucken. Was passiert? Jetzt gehen wir jetzt zusammen in die Schule? Ich glaube schon, ich komme jetzt eine Stunde später halt, oder? Was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Ich glaube, ich gehe in die Schule, dann gebe ich ihr ein Messer und dann gucke ich mal, ob ich die nächste Rivalin, die eigentlich kommen würde, ausschalten kann. Das wäre echt interessant. Aber ich glaube, dass man die erst dann sieht. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ist das ein Joke? Nein! Das ist doch ein Joke! Scheiße, nicht dein Ernst. Was mache ich jetzt? Machen die wieder auf? Machen die vielleicht zur Pause? Machen die doch wieder auf, oder? Boah, es ist mies, ey. Okay, mal gucken, ob sie wieder aufmachen. Scheiße! Das ist ja assi. Aber die ist doch später wieder auf, oder? Boah, sonst muss ich halt... Halt's Maul. Oder machen die... Hä, warum ist das jetzt so? Weil die chillt ja jetzt da hinten an der Ecke. Aber Senpai wird sie so 100 pro keine Liebe mehr konfessen. Aber vielleicht kann ich sonst... Ist so eine Psycho-Scheiße. Das ist so, ne? In manchen Schulen, wenn er zu spät kommt, kommt er zu spät. Ich würde einfach übers Gitter gehen. Vielleicht kann ich ansonsten nachher in der Pause machen, sie es vielleicht wieder auf. Mal gucken. Oh Gott, scheiße. Okay, jetzt müssen wir warten. So, Leute, da bin ich wieder mit einer Tasse Kaffee. Weiß mich übrigens wundert, was dieses Gnu hier soll. Das ist die erste Version von dem Stofftier. Bei diesem Gnu geht es aber wirklich definitiv nur um die Form. Das heißt, nur ob mir die Form gefällt. Ich finde die sehr süß. Die Haare hier gehen gar nicht. Die Hörner werden natürlich auch noch braun. Die Augen sind auch zu stielig, aber obwohl eigentlich sieht süß aus. Aber es ist noch die erste Version. Es folgen noch 5 weitere. Falls ihr jetzt auch noch Tipps habt, wie man das besser gestalten kann, schreibt es in die Kommentare. Ich würde zum Beispiel das Grashalm wegmachen. Ich würde die Augen ändern. Ich würde die Haare oben wegmachen. Ich würde die Haare hinten schwarz machen. Die Streifen schwarz machen. Das Gnu hellbraun. Oh, endlich ist auf. Okay, genug gelabert. Geil. Okay, jetzt ist halt die Frage, ob sie da ist, weil ich habe sie gar nicht mitgenommen. Nein, sie ist nicht da! Verdammt, sie ist nicht da, weil ich konnte sie ja nicht mitnehmen. Aber wir gucken jetzt, was passiert, wenn ich heimgehe, weil sie ist ja nicht da. Das heißt, sie kann, ist eigentlich ja ausgeschaltet. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Europa's rival is not longer a threat. Sie ist weg. Consider the love sign. Okay, also sie ist weg. Ist sie somit ausgeschaltet? Ist sie somit ausgeschaltet? Gucken wir mal, ob die jetzt noch bei uns im Keller ist. Basement. Das ist ja interessant, dass das Spiel... Ja, die ist hier noch. Oh mein Gott, das ist abschließend an Babel at Night. Ich kann gar nichts mit ihr machen. Oh, scheiße. Oh mein Gott, die... Okay, die behalte ich einfach. Die nehme ich. Okay, aber cool, dass das Game zulässt, dass auch diese Möglichkeit funktioniert. Ich kann sogar noch jemanden klauen und das mache ich noch. Ich glaube, die nächste werde ich auch... Turn around and walk away. Kannst du mir nicht mal helfen? Ich muss wahrscheinlich... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich die ID kriege. Ich muss mit diesen Delinquents, oder wie die heißen. Muss ich, glaube ich. Mich mit denen anfreunden, damit Yakuza überhaupt mit mir spricht. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. War doch erfolgreich. So. Yamato Nadeshiko. Der nächste Rival ist Yamato Nadeshiko. It's a phrase that refers to the traditional Japanese concept of the ideal woman. Laut japanischer Tradition ist sie die perfekte Frau. A woman who is pure and feminine. Feminin, rein. Gentle, graceful.
Humble, patient, faithful. So ist kein Mensch. Meek, quiet, timid. Sie hat so eine geile Stimme. Keep the house clean, bear lots of children, respect your husband, no matter what. Reinigt das Haus, kümmert sich, gebärt viele Kinder, beziehungsweise kümmert sich auch um die Kinder, respektiert ihren Ehemann, was auch immer. Know your place. Du weißt, wo dein Ort ist. Yamato Nadeshiko. It's often said that this type of woman is going extinct. That it's rare to find a woman who embodies those traits in this day and age. So geil einfach, wie sie spricht. But there's one girl at Academy who fits that description perfectly. Es gibt eine Frau in der Akademie oder ein Mädel, die dieser Beschreibung perfekt zusteht oder zuordnet. The most popular girl in school. Das beliebteste Mädel der Schule. Every jedes Mädchen möchte sie, jeder Junge möchte sie, jedes Mädel möchte sein wie sie. Even my senpai has fallen under her spell. Oh, oh. Well, it's time to break the spell. Okay, es ist Zeit, dass wir den Fluch brechen. I'd like to stain her perfect reputation and turn her adoring fans. Okay, krass. Also wir müssen quasi Reputation runtermachen, über sie Gerüchte verbreiten. Ganz heikles, böses Thema. Ja, wir sind einfach nur ein Schwein. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wie geht's meinem Hund unten? Braucht die kein Essen, Trinken? Die lebt noch? Da geht's noch gut? Bring to school. Am Sunday? Ich kann die Sunday zur Schule bringen. Warte mal. Ich kann gerade aber auch nicht speichern, ne? Wieso kann ich die Sonntag zur Schule bringen? Ich kann ja selber nicht mal zur Schule. Das ist interessant. Ich würde gerne mal speichern, aber ich darf nicht. Ich lasse sie mal unten und würde jetzt schlafen gehen. Und die können wir immer noch auf die andere ansetzen und sie umbringen lassen. So, Monday. Got clock all night on Tuesday. Ich glaube, die kriege ich noch hin. Ich glaube, wir lassen mal unser Hündchen unten und die kriege ich hin, weil ich glaube, die Reputation kriege ich von der schon runter. Das heißt, ich muss jetzt ganz viel über sie erfahren und über sie lästern und dafür sorgen, dass Leute sie nicht mögen. Also richtig ekelhaft. Richtig, richtig widerlich. Ganz, ganz eklig. Ist mir auch schon passiert in der Fachhochschulreife damals. Ich bin immer noch super sauer. Story of my life. Es gab einen, der wurde immer in der Schule gemobbt, um den habe ich mich immer gekümmert. Also wirklich echt, also ich habe dafür gesorgt, dass er nicht mehr gemobbt wird. Ich habe mich sofort um ihn gekümmert, als ich gemerkt habe am Anfang, der wird gemobbt. Habe mich ganz nach vorne zu ihm gesetzt, neben ihn gesetzt. Wurde dann auch eine Freundschaft, er war mir auch voll dankbar. Und der Dank dafür war, er wollte halt was von mir und ich wollte nichts von ihm, sondern von jemand anderen. Und dann hat er tatsächlich mich in der ganzen Klasse schlecht gemacht und hat es tatsächlich geschafft. War ganz schlimm die Zeit für mich, dass eigentlich Freundinnen sich gegen mich gerichtet haben und mich scheiße fanden, mich Streber genannt haben, meinten, ich schleim mich nur bei den Lehrern ein. War eine ganz üble Zeit für mich und bin immer noch echt böse auf alle. Und ja, der hat sich dann Jahre später bei mir entschuldigt. Ich habe ihn irgendwie vergeben, aber ich bin immer noch sauer, ich glaube auch zu Recht. Und seitdem bin ich einfach, helfe Leuten schon noch, aber ich habe sehr viel negative Erfahrungen mit Freundschaften gemacht und das war so die letzte. Und seitdem bin ich auch sehr distanziert zu Leuten und nenne auch nicht jeden Freund, muss ich wirklich sagen. Aber genug Selbstmitleidet. Lasst uns mal gucken. Ich möchte ja jetzt, dass sie schlecht geredet wird. Das heißt, ich muss ja erstmal was über sie erfahren. Wo ist sie denn? Welche war es denn? Das kriege ich hier gar nicht raus, oder? Scheiße, ich habe geträumt. Welche war's denn? Okay, ich muss mal kurz in... Oder da ist sie doch, da ist sie doch. So, kann ich erstmal kurz mit ihr socializen? Okay, das ist sie auf jeden Fall. Task kann ich auch noch keine für sie machen, okay. Gibt's irgendwo Student-Info? Hier. Da ist sie doch. Okay, 27 ist ihre Reputation. Ich tag sie mal. Ich glaube, wenn ich sie tagge, dann sehe ich sie. Geil. Cool, 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 cool. So, kann ich jetzt? Ah, nee, okay. Ich folge jetzt mal unauffällig, um mal ihren Alltag abzuchecken, was sie jetzt überhaupt macht. Kann ich hier auch upspeeden, ne? Und dann laufen. Speed up. Speed up. Speed up. Zieh deine Schüchen an. Yes, sehr gut. So, kann ich jetzt vielleicht für sie eine Task machen? Wahrscheinlich kann ich für sie. Time for class. Was, jetzt schon?
Ich kann für sie, glaube ich, auch gar keine Ding machen, gar keine Task, weil sie, glaube ich, selber schon ihre Aufgaben macht, weil sie so fleißig ist. Okay, mal gucken, wo sie hingeht. Aber jetzt ist doch nicht Zeit für Klasse, für die Schule, Mensch. Was ist denn los mit dir? Egal, gucken wir erstmal, wo ihre Tasche ist, dann kann ich mal Infos über sie bekommen. Ah, okay. Kann ich vielleicht jetzt die Task für sie machen? Ah, ja. Okay, dann mache ich das jetzt schnell für sie. Und dann werden wir alle Infos spyen. Wo läuft sie denn jetzt eigentlich hin? Gar nirgends. Sie chillt im Klassenzimmer. Sie geht raus, okay. So, jetzt ganz schnell die Task machen. Aber ist ja egal, wo sie ist, weil ich habe sie ja getaggt. Das heißt, ich finde sie jetzt auch immer. Schaut, das ist so cool. Da, ich sehe immer, wo sie ist. Voll nice. Geil. Wieder was gelernt, Leute. So. Nicht rennen, mache ich ja perfekt. So, wo ist sie lang? Runter wahrscheinlich, ja. Okay. Ich gehe gleich zu ihr. Ich guck mal kurz, was ich über sie lernen kann. Oh, somebody's watching. Gut, dass sie mich gewarnt haben. Hätte ich jetzt verkackt. So, lass mal gucken. Books. Read magazines. She likes boys with slick hair. She likes boys. Boys, boys, geht um Jungs. Read diary. She likes cooking, music. She dislikes drama, violence. You learn some embarrassing secrets that you will help you to spread grounds about her. Okay, also ich habe schon ein paar Sachen jetzt über sie herausgefunden. Perhaps you should befriend her and put a note in her locker. I can't sleep, I'm too worried about an evil photographer. Was haben die eigentlich immer mit den Fotografen? Okay, also jetzt gucken wir mal, wo sie ist. Sie ist auf jeden Fall runtergegangen. Und dann, eigentlich fände ich es witzig, wenn ich noch eine von denen mit nach Hause nehme. So, auf jeden Fall Task habe ich gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie schlecht reden können. Erstmal mit ihr gossipen. Nee, okay. So, gucken wir mal, ob wir sie irgendwie schlecht reden können. Das sind ja alles ihre Fanboys. Socialize, machen wir uns erstmal beliebt bei dem. So, ja, wir sind alle der gleichen Meinung. Das sind alles Leute, die sie lieben. Gossip. So, probieren wir mal, wenn ich jetzt über sie gossipen möchte. So, did you know, Rudy, did you know that I really love socializing? Oh, I can't get along with people like that. Boah, der ist aber auch ganz schön zickig, ne? Nur weil sie gern socialized, mag er sie nicht mehr. Ist ja auch gar keine negative Eigenschaft eigentlich. So, vielleicht das. Vielleicht kann ich nochmal mit ihm gossipen. So, was mag er? Violence mag doch keiner, oder? Okay, ich sag einfach, dass sie Gewalt mag. Das mag eigentlich so gut wie keiner. Und damit mache ich ihre Reputation kaputt, während sie daneben steht. So. Okay. Ihre Reputation sinkt und sinkt und sinkt. So, sie mag auf jeden Fall Socializing. Das ist ja richtig bad, ey. So, sie steht daneben und macht nichts. Sie hört, wie wir über sie schlecht reden. So. Okay, ist auf jeden Fall schon mal minus ihre Reputation. Wir lästern hier noch ein bisschen. So, tolle Freunde, ne? Das finde ich halt auch so, wenn jemand Scheiße labert, das hatte ich früher auch schon, es gibt wirklich Leute, die wollen euch auseinanderbringen, dann fragt man die Leute, hey, hast du wirklich über mich gelästert und glaubt nicht einfach jedem Vollidioten, der vorbeikommt und so eine Scheiße behauptet. Die hat auf jeden Fall kein Problem, dass sie Gewalt mag, das ist ja schon mal interessant. Dann mag sie halt Sailor Moon. Okay, das hat sie jetzt. Oh, das gibt minus 27, dass sie Sailor Moon mag. Halt den Mond, stand fest und spiel die Kraft. So, jetzt gucken wir mal die Student-Info. Wie sieht's aus? Boah, minus 31. Wir lässt da noch ein bisschen weiter. Sieht's bei dir aus? Hast du Bock zu gossipen über das Girl hier? Sie mag, ja, genau, sehr schön. Minus 37. Wir machen die Reputation ganz runter und dann hat sich das, glaube ich, eh erledigt. Ich glaube, die wechselt dann die Schule. So, das ist mit die, eine der räudigsten Sachen, die wir gerade machen. Okay, die kann ich reden. Hey, ich habe einen Gossip für dich. Ist halt auch voll unauffällig, wenn eine kommt und über alles redet, ne? Ja, genau, minus 50. Vor allem, wie schnell du von beliebt zu unbeliebt werden kannst, weil einer einen Scheiß behauptet über dich, der überhaupt nicht stimmt. So. Ich will gar nicht wissen, was Leute über mich alles so reden, ey. So, hier nochmal die Leute da, die alle in ihren Trainingsanzügen hier. Hier die Mark Violence. So, sehr schön. Also minus 36. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Ja, komm. Ich glaube, das wird jetzt schwierig werden für die.
Aber hier kann man auch noch ein bisschen gossipen. Noch ein bisschen gossipen hier. Ja, ich glaube, Gewalt findet hier echt keiner gut. Also wenn ich sage, dass die Gewalt mag, dann sagen alle sorry, aber das geht gar nicht. Was ich interessant finde, Leute, schaut mal, wer bei Students Info noch da ist. Die da. Die ist noch da. Und die kommt als Rival. Das heißt, ich kann sie jetzt schon, ich kann sie jetzt schon ausschalten lassen. Interessant. Boah, das sollten wir echt probieren. Das würde mich echt interessieren, ob das geht. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Also man kann im Spiel echt noch viel ausprobieren, Leute. Das ist sehr gut. So, okay, also ich glaube, die Reputation von ihr ist jetzt am Ass, oder? Also, ja, mehr geht nicht. Ich speichere jetzt mal, um zu gucken, ob das schon genug war. So, und dann gehe ich jetzt mal nach Hause und gucke, ob das gereicht hat, weil die wird dann die Schule wechseln, weil auf einmal keiner mehr sie mag. Ich habe es trotzdem damals einfach durchgezogen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meine Fachhochschulreife eigentlich so mit die beschissenste Schulzeit gehabt von einem Partner, mit dem ich dort zusammen war, der mich betrogen hat und ganz schlimme Sachen über mich erzählt hat, was super verletzend war. Eine Situation, ich war im Bus und er wusste es nicht. Da gab es einen Typen, der hat Interesse an mir und er hat gemeint, wie hässlich ich doch bin, wenn man neben mir ungeschminkt aufwacht und so. Also voll gemein. Das hatte ich dadurch und dann noch die Sachen, wo alle sich gegen mich gewendet haben, weil der eine Typ sauer war, dass ich nichts von ihm wollte. Das war eine heftige Phase. So. Ja. Amako cannot endure the bullying harassment. Also sie kann quasi das Mobben und fertig machen nicht mehr länger ertragen, weil ihre Reputation, ihr Ansehen wurde zerstört und sie wird jetzt quasi die Akademie wird sie jetzt quasi wechseln. Also ist die Konkurrentin jetzt weg. Was macht denn eigentlich unsere Girl da unten? Der geht's noch gut. Ich finde es so gestört. Also hier ist ja noch ein Stuhl. Das heißt, mich würde interessieren, ob ich noch eine mit heimnehmen kann. Das können wir mal testen. Das können wir gerne mal testen mit der nächsten. So, schlafen gehen. Wir können jetzt eigentlich skippen. Weil jetzt gibt es ja gerade eh noch keine Skip Day. So, jetzt kommt ja die nächste Woche 8. Sometimes. When I'm following my senpai home from school, wenn ich Senpai nach der Schule folge, sehe ich, dass er gewisse Magazine von irgendwelchen Convenience Stores, also allgemeinen kleinen Tankstellen Stores und sowas kauft. Magazine mit tollen Idolen. Attraktive junge Damen, die provokante Posen machen. Er ist ein großer Fan von einem Mädchen. Seitdem sie aufgetaucht ist, kauft er jedes Magazin und behält jedes einzelne Foto von ihr. Oh, das ist kritisch. Und? Oh, sie ist jetzt in Academy School gekommen. Okay, also er hat einen Crush auf irgendeinen Superstar und die ist jetzt auch noch in unsere Akademie gekommen. Also alle finden die toll und rennen hinterher. Die folgen ihr die ganze Zeit überall hin und wie kleine verliebte Hunde. Das heißt, ich werde sie nicht entführen können. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn ich sie angreifen lasse. Das wird jetzt schwierig. Außer ich mache es halt im Frauenklo und vergifte sie. Mein Senpai ist unter diesen Leuten. Boah, so gerne ich ein Loch in ihre Brust hauen würde. Würde es schwierig werden, wenn so... Ja, es wäre sehr schwer, wenn sehr viele Zeugen herum sind. Also wir sollen sie eigentlich verkuppeln mit einem anderen Jungen. It's not like it's going to be difficult to find a volunteer. Es sollte nicht so schwer sein, einen zu finden, der das machen will. Mhm. Also müssen sie jetzt eigentlich verkuppeln mit einem anderen Jungen. Okay. Ist die Frage, ob wir das machen wollen. Ich würde jetzt mal in die Stadt gehen, ein paar Sachen kaufen. Das haben wir auch schon mal gemacht mit Osana, dass wir sie verkuppelt haben. Ich muss ehrlich sagen, mich persönlich würde es jetzt mehr interessieren, ob es möglich wäre, sie auch irgendwie zu entführen. Das würde ich tatsächlich als erstes gerne mal testen. Bevor wir den Standardweg wählen, sie zu verkuppeln, weil das haben wir schon gesehen, findet ihr auf meinem Hauptkanal das Video. Ich verlinke euch das sonst gerne auch in der Beschreibung. Oder guckt einfach Osana, neuer Freund. Weil das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Genau, das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich spiele ja auch gerne Spiele mal ein bisschen anders und gucke, was man alles machen kann.
Deswegen lasst uns das mal testen. Als allererstes würde ich gerne mal testen, wenn ich sie mit in die Schule nehme. Ich gehe jetzt erstmal in die Schule, speichere und dann am nächsten Tag können wir gerne mal testen, ob wir sie von der einen töten lassen können. Ich glaube nicht, weil zu viele Leute da sind, die sie beschützen. Das ist jetzt halt die Frage, meine lieben Leute, wie wir das jetzt machen tun. Ich weiß, dass die letzte, wir sind jetzt bei der vorletzten, die letzte soll noch schwieriger sein. Oh, hey, Senpai. Wie sie auch posten, ne? Oh, hi, hello. Wie würdest du dich fühlen? Ich habe ein Bento für dich heute Morgen gemacht. Das müsste ihn jetzt ja voll freuen. Oh, was hast du? Oh, ein Bento? Oh, für mich? Ja, er ist schon voll nervös. Boah, das muss schrecklich sein, wenn du deinen Crush siehst, wie er sich in eine andere verliebt hat. Aber ja, das habe ich auch schon durch und ihr werdet auch drüber hinwegkommen. hört auf Mama. So, und einer, der euch nicht will, hat euch auch nicht verdient. Genauso wie eine, die euch nicht will, hat euch auch nicht verdient. So, jetzt lass mal gucken. Also, ich müsste jetzt eigentlich sie mit einem anderen verkuppeln. Es wird wahrscheinlich auch wieder der gleiche Rothaarige sein. Dem gebe ich dann die Hinweise, auf was sie steht. Und der macht sich dann genau so. Gebe ihm Geschenke, das schenkt ihr. Und am Ende, am Freitag, treffen sie sich am Baum und sind halt in Love. Ich würde jetzt aber gerne gucken, ob ich sie entführen kann. Das werde ich jetzt mal testen, ob das funktioniert. Weil wenn sie mir folgt, als allererstes würde ich ihr erstmal ihr einen Gefallen machen, dass ich dieses Answer-Sheet für sie mache, weil ab dann folgt sie mir. Dann gehe ich mit ihr ins Mädelsklo zum Beispiel, da folgt uns auch keiner. Lass das mal probieren. Ah nee, kann ich nicht. Okay, sie ist halt auch echt schon so richtig eingebildet, ne? So, ey, I'm the best. So, jetzt sind schon hier die ganzen Loverboys. Also die da alle hinterherlaufen, sind Typen, die auf sie stehen. Guck, die sind alle voll in Love mit der. Dass sie das aber auch nicht stört, ich fände es schrecklich. Okay. Wie sie so glücklich rumstolziert. Also, ich würde jetzt erstmal die Aufgabe für sie erledigen und dann würde ich testen, ob man sie entführen kann und ob ich zwei Entführte haben kann. Und dann würde ich testen, ob meine jetzt sie schon ausschalten kann. Das sind Dinge, die mich tatsächlich... Und der Senpai beobachtet sie auch. Autsch, das muss wehtun. Wir sprechen später, sagt sie. Okay. Mache ich jetzt mal Student-Info rein und tue sie mal taggen. Tag. So, okay, let's go. Dann machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Boah, Leute, das wird echt ein Krampf, ne? Guck mal, die hier alle hinterher steigen. Das ist wirklich schrecklich. Okay, so, dann lass mal hier in ihre Tasche reinglotzen. Ich kann auch dafür sorgen, dass sie kackt und sie ertränken. Ist auch alles möglich. Also bei ihr ist zum Beispiel wichtig zu gucken in ihren Büchern und so Magazinen, auf was sie halt steht. So, jetzt lass mal gucken hier. Ja, ja, ich mache dir die Task. Ich bin gleich da. Das mache ich jetzt und dann folgt sie mir. Dann hole ich mir aber auch mal meine ganzen Clipper und guck mal, ob ich das hinkriege. Das würde mich wirklich interessieren. Deswegen mag ich halt die andere so, weil man kann halt so viel ausprobieren und vieles ist dann halt logisch auch, dass man denkt, ach Mist, das habe ich gar nicht bedacht, da funktioniert es doch nicht. Aber jetzt lass mal gucken, ob ich das erstmal hier für sie mache. So, Do Assignment. Dann hole ich mal kurz die Clips, weil dann hole ich mir auch mal die Spritze und alles. Ich speichere jetzt auch mal kurz, damit wir dann auch hier wieder anfangen. Weil jetzt ist ja noch nichts geschehen. Holen wir uns mal die Clips. Yes. Yes. Yay. Yeet. Dann muss ich sie noch finden, wenn es geht. Da vorne ist sie ja zufällig auch. Sieht man direkt schon, wie sie läuft. Oh Gott, diese ganzen Leute da, ey, schrecklich. So, habe ich gemacht. Ja, liebe mich. Liebe mich. So. Ich bereite schon alles für dich vor, Girl. Keine Sorge. Girl, don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. So, okay. Lass uns das mal machen. Zack, zack. Yes, ja. Yes, yes, yes. So, dann holen wir uns jetzt unten die Spritze und das zu betäuben. Und dann gucken wir, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich kann sie ja... Ach, es wird halt schwer, ne? Weil die rennen ja alle hinterher wie die räudigen... So. Wo ist... Kann ich es auch hier ein bisschen...
Es hat echt, man muss es eigentlich fast mit Controller spielen, sonst kann man jetzt nicht upspeeden. Das ist ein bisschen schwierig, gell? So, okay, machen wir mal zu. Ne? Guck die auch bitte nicht. Dann nehme ich mir aber schon mal das hier hoch. Die Syringe. So, kannst du das später mal verziehen? Bitte, danke. So. Wie oft schon Tranquilizer verschwunden sind und sie juckt es nicht. Okay, wir speichern jetzt mal, weil bis jetzt ist noch alles okay. Und dann testen wir das mal. Ansonsten müsste ich ihr vielleicht irgendwas anderes ins Getränk kippen. Ah, da ist sie ja. Da, wo die Meute ist, natürlich. So. Das wird jetzt übel werden. Geht es, dass sie mir folgt? Follow me. Okay. I'm sorry. I wouldn't be comfortable with that. I just don't know you well enough. Maybe if there were more people at our school who were... Okay, die will mir nicht folgen, die hat Angst. Okay, also das geht nicht. Sie folgt mir nicht. Scheiße, das heißt, ich kann sie also nicht entführen. Mist. Das heißt aber, ich könnte ihr was ins Bento kippen. Boah, das wird echt schwierig mit der. Dann würde ich sagen, resetten wir nochmal den Tag. Und dann gucke ich. Oder wir lassen es mal. Ich gucke, ob sie von meiner... Weil ich glaube, ins Bento machen kann ich ihr was. Damit könnte ich sie theoretisch vergiften. Oder ich, kann ich auch irgendwie ihre Reputation so schlecht machen? Das probiere ich mal. Ob das geht, dass man ihre Reputation runtermachen kann, weil sie ist ja so ein Star. Mal gucken, ob das geht. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, oder? Machen wir es einfach wie bei der anderen. Reputation is so bad. Also ich fände, bei ihr wäre es doch sinnvoller gewesen, die Reputation runterzumachen, oder? Weil sie ist ja eigentlich die, die ja von ihren Fans voll abhängig ist und dass es wichtig ist, dass man sie mag. Gerade so ihre ganzen Boys, die so in Love sind mit ihr. Ja, so die einfach alle schlecht zu reden. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, mein Senpai ist da sogar dabei. Boah, das ist bad. Okay. Also der hier, der Typ, oder der, ich glaube, einer von denen war es, den kann man dazu bringen, dass er mit der halt in Love ist. Und ich glaube, der kommt sogar noch ein bisschen später. Gewalt mag die. So, wir reden jetzt einfach mal, ihn ist überall schlecht. Und das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich komme nicht drauf klar, meine Rivalin auszuschalten. Sie kommt so auf eine neue Schule und denkt, sie ist der größte Star. Und dann wird über sie einfach schlecht geredet. So, okay. Ich glaube tatsächlich hier... Ah, der ist es, genau. Mit dem kann ich das, glaube ich, machen. Da muss ich die Task annehmen und dann kann ich die verkuppeln. Aber ich rede sie schlechter, lieber schlecht. So. Dann gehen wir mal in die Klasse. Minus 50 Reputation ist schon noch bitter. Wenn die halt alles so dumm beeinflussbar sind in dieser Schule, da wird, auf so einer Schule würde ich auch nicht sein wollen, ganz ehrlich. Bildet euch eure eigene Meinung, Leute. Ganz wichtig. So. Erstmal schön schlecht reden. Komm her. Komm her. So. Okay, wunderbar. Ja, auch nochmal. Ja, komm, die kann nach Hause gehen. Die mag eh keiner mehr. Geh doch nach Hause. Aber vielleicht kann ich jetzt trotzdem mal gucken. An einem anderen Mädchen. Irgendeins. Oder warte mal, ist vielleicht schon das andere Mädel da, die ich entführen kann? Ich glaube nicht. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwen mit. Damit die sich unten im Keller unterhalten können. Ich speichere auch das mal, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht. Ich nehme jetzt mal irgendwen mit. Egal wen, vielleicht einen von denen. Ich werde aber hier auch noch mal ein bisschen gucken, dass ich gossipe. So, hier, alles blöd. Das sind doch die alten Freundinnen von der, die jetzt gegangen ist, ne? Richtige Lästertanten. Okay, habe ich schon gegossipt. Mit der habe ich aber noch nicht gegossipt. So, let's gossip, Mann. Mädels müssten die ja eigentlich alle hassen, oder? Ist doch sowieso so passend. Weil sie ist jetzt ja im Mittelpunkt und die wollen ja auch von irgendwelchen Typen was. Und da steht jetzt ihr Lover mit und mag die so. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal dich mit. Kannst du mir bitte einfach mal folgen? Okay, let's go, komm. Ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Ich lade dich nach Hause ein, so mache ich das immer. So, mein liebes Girl. Let's go. Sehr schön, sie kommt mit.
dann lass uns doch mal hier ein bisschen Spaß haben zusammen, ne? Ein bisschen Spaß. Wird doch sicherlich keiner checken hier. Hat doch keiner gesehen hier. Es fällt auch gar nicht auf. Kommst du bitte, Madame? Ich finde aber die Mission echt cool, diese 10 Rivalinnen auszuschalten. Weil man dadurch tatsächlich echt gut bemerkt oder merkt oder lernt, wie man halt Leute ausschalten kann. Halt, warte, folgt mir mal. Also ich glaube, es geht nicht. Ich muss fast sagen, ich glaube, es geht nicht. Tag. Doch, es geht. Oh nee, sie ist jetzt tot. Ja, das wollte ich jetzt halt eigentlich nicht, ne? Huch. Aber ich glaube, oh, das ist jetzt aber blöd. Dann laden wir noch mal. Laden? Das, yes. So. Okay, man kann nur einen führen. Gut zu wissen. Dann gehe ich jetzt einfach in die Schule, ist okay. Also sie wird mir auf gar keinen Fall folgen, glaube ich. Oder? So schrecklich, echt. Es ist wirklich schrecklich. Mit ihr kann ich auch gar nicht reden. Ey, wirklich, also diese Geier. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Schule. Dann probiere ich es jetzt. Also ich könnte es noch probieren mit eventuell Rattengift. Sie halt aufs Klo zu bringen, dass ihr schlecht ist. Da kann ich es auf jeden Fall machen. Ich probiere jetzt aber, ob ich vielleicht die aus dem Keller hole und dass die das für mich erledigt am Dienstag. Das testen wir jetzt trotzdem einfach mal. Ob das funktioniert, weiß ich halt nicht, weil so viele Leute ja um sie rum sind. Die würden ja wahrscheinlich eingreifen, aber das testen wir. Ja, heute wird getestet, Leute, ob ihr wollt oder nicht. So. Let's go. Warum ist meine Reputation schlecht? So. Meine Reputation geht auch runter, oder was? Warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Das socializen wir einfach. Ach, ich muss immer gucken, dass sie oben bleibt. Das ist ja wie ein Sims, ja voll anstrengend. Oh Mann, nerv mich doch nicht. Socialize. Ja, finde mich toll. Finde mich bitte toll. Socialize. Oh, ich habe keine Ahnung, über Bücher. Socialize. Ja, über tolle Dinge. Rede mit mir, findet mich toll. Ich glaube, es wird sonst schwierig, die Leute mir zu überzeugen. So, immerhin schon mal ein bisschen mehr. Ja, liebet mich, Leute, liebet mich. Dass ich aber auch nie mit Senpai spreche, ne? Ja, guck mal, jetzt lieben sie mich wieder alle. So schnell geht das. Einfach ein bisschen Scheiße labern und dann funktioniert das wieder. So, also ich glaube, ihre Reputation ist ziemlich im Eimer. Ich weiß nicht, ob das aber affected. Weil sie ist ja ein Star. Ich lässt da mal noch ein bisschen weiter, um es wirklich auf die 100% runter zu bringen. Und dann gucken wir mal, ob sie die Schule verlässt. Ja, ich auch nicht. Keiner kommt mit solchen Leuten klar. Gossip. So. Okay, jetzt müsste aber eigentlich es komplett unten sein. Ja, weiter runter geht nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nochmal in die Klasse und gucken, was passiert. I'm an S. I'm an Ass. I'm such a Ass. Mann, die Gänge sind einfach, das ist dieses Klassenzimmer. Da kann man sich nicht merken, wo was ist. Das ist so doof aufgebaut. Das muss man wirklich sagen. So. Let's go. Ja, passt. Vielleicht sollte ich meine Reputation noch... Nee, ich kann mit dem gar nicht mehr reden. Ich habe schon zu viel gelabert mit den Leuten. Nee, geht gar nichts mehr. Okay, dann gehe ich jetzt. Mal gucken, was passiert. So. Wo geht's raus? Hier. Dö, dö, dö. Es gibt auch keine... Ach, es gibt immer noch Kameras. Okay. Und er verdächtigt mich, hat aber nichts Besseres zu tun, als hier die ganze Zeit nur hin und her zu laufen, keine Investigationen anzumachen. Alles klar. So, lass mal gucken, was passiert. So. Tatsächlich. Yigasua, sie geht, weil sie gemobbt wird. Die Arme. Okay, sie ist gegangen, weil sie gemobbt wurde. It's so super sad. It's so super sad.
So, skip day. Okay, let's go. Yes. I've been trying to avoid acknowledging him, but at this point in time, that's just not possible anymore. Also sie hat versucht, ihn zu umgehen, aber es ist nicht mehr möglich. The man in the trench coat. The investigative journalist. Ah, okay, sie hat versucht, den Detective aus dem Weg zu gehen, aber es geht nicht mehr. He finally made his move. Er hat jetzt endlich quasi angefangen, seinen Move zu machen. For months now. Für Monate jetzt. He's been obsessed with investigating Academy. Er investigiert quasi, also er macht quasi Investigationen über die Akademie, weil so viele Leute verschwinden. But the headmaster has always refused him entry into the school. Ah, okay, deswegen ist er nie rein. Der hat ihm nicht erlaubt, der, ach so, wie witzig. Okay, der Rektor hat ihm nämlich nicht erlaubt, in die Schule zu gehen, deswegen war er immer nur vor dem Tor. Up until now. That was enough to stop him. Aber das war bis jetzt genug, ihn zu aufzuhalten. Aber jetzt hat er ein Schlupfloch gefunden. Apparently, he's had an apprentice for a while now. She's a junior Ach, detective. So ein Schwein. Der hat jetzt einen Junior-Detective, das eine Schülerin ist, in die Akademie eingeschleust, die sich an unseren Senpai wahrscheinlich ranmacht und wir müssen sie loswerden. Das wird aber echt ein Endboss. And a former student of ja, Academy, klar. Das wird ein Endboss. She was attending school here. She did something extraordinary. Okay. She solved a high-profile murder mystery that the police were struggling okay, with. Okay, sie hat einen krassen Mordfall gelöst, mit dem die Polizei sogar Probleme hatte. That accomplishment turned her into a national celebrity. Hat sie den nationalen almost overnight. Okay, krass. Über Nacht wurde sie quasi zum Star. There was nothing more for her to gain from remaining enrolled in Academy, so she left without graduating and quickly began a career. As a junior detective. Okay, und jetzt ist sie ein Junior Detective. Aber ganz schön krass eigentlich, dass die Schule ist so angesehen. Da kommen irgendwelche Stars und krassesten Schüler und ich bin nur dabei, irgendwie Senpai zu bekommen. And now, one year later, und jetzt ist sie spät. She's back. Ein Jahr später, sie ist zurück. She claims that she's here to finish her degree. Sie will quasi einen Abschluss hier machen. But I can tell that there's more to the story than that. Aber es ist mehr dahinter als das. Her mentor. That journalist. Der Mentor, ihr Journalist, determined to investigate Academy. Er möchte, dass sie heimlich die Akademie investigiert. He must have asked his apprentice to return here to be his eyes and ears. Okay. The two of them have been interviewing students. Die interviewen Students und sie haben etwas gelernt. Things tend to happen to girls who have a crush on a certain boy at school. Ah, okay, es passiert was mit Mädels. Also, das haben sie schon kapiert. Es passiert was mit den Mädels, die alle auf den gleichen Typen stehen. Mein Senpai, das haben sie rausgefunden. Okay, das ist eine Person des Interesses. Ach so, oder beschuldigen sie Senpai, dass es war? Ach so, die denkt, er hat was mit den Sachen. Er hat, ach so, die denkt, er ist daran schuld, dass die Mädels verschwinden. Okay, es folgt ihm überall, redet mit ihm die ganze Zeit. She's been getting a bit oh, okay, und jetzt hat sie sich in ihn verliebt. Es ist genug, um mein Blut zum Brennen zu bringen. But zum Kochen. As much as I would love to sink a knife into her heart, so gerne ich ein Messer in ihr Herz stechen würde. Might be a bad decision this time around. Okay, also gewaltig zu werden wird schlecht sein. She's convinced a bunch of students to patrol the hallways with cameras. Ach du Scheiße, jetzt gibt's noch mehr Kameras. Now, the slightest mistake could cost me everything. Okay, der kleinste Fehler könnte alles kosten. She's probably the most dangerous. Sie ist der gefährlichste Enemy überhaupt. Okay. If I could somehow manage to befriend her and put her in debt to me. Ach so. Vielleicht kann ich mich mit ihr anfreunden. She could be a powerful ally. Ach so, ich möchte sie jetzt für mich nutzen. Okay, ich muss jetzt mich mit ihr anfreunden. Uff. Uff, anstrengend. Okay, es ist Sonntag. Oh je. Es ist Sonntag. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen und gucken erstmal, was dort abgeht. Wie wir an sie rankommen. Wenn es nicht klappt, nehme ich Dienstag die andere mit und lass sie killen. Ist sie eigentlich noch da? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja, die ist noch da. Okay, ich hoffe, die ist prepared. Die sind schon 3 Wochen hier, die Arme. Okay, lass mal gucken, was so abgeht. Also mich tut, glaube ich, noch keiner verdächtigen, aber es geht jetzt schon echt ab. Let's get a party started. Oh Gott. And it's gonna be a long night. And it's gonna be cold without your love. Before class on Monday.
I need to speak to you, Senpai. Oh, was ist denn? Was kann ich für dich tun? Wetten, sie hat ein Bento dabei. Oh, nimm dieses. Oh Gott, ja, nimm dieses Meal. Kann ich sie eigentlich auch vergiften einfach nur? Es sind alles so viele Dinge, die ich gerne testen würde. Ich probiere das trotzdem mal, ob ich sie zum Beispiel auch einfach vergiften kann. Aber killen soll ich sie ja nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir sie von jemand anderem killen lassen. Ich sehe hier jetzt aber auch keine Kameras oder so in den Fluren. Haben die etwa nur geprahlt? Oder kommt es noch? Nehmen erstmal alles mit, was ich wieder brauche, um einfach nur diesen Dittrich zu haben. Für den Fall der Fälle. Der Dittrich ist unser Freund, Leute. So, nochmal hochgehen. Let's go upstairs. Die Musik ist immer so heile Welt. Es ist doch einfach super, du. So. Hier ist es jetzt. Mein Lieblingsraum. Craften wir uns doch mal was. So, ein Pick. Okay. Dann haben wir das schon mal. Aber ich kann wahrscheinlich bei ihr auch dafür sorgen, dass sie einfach die Reputation low hat und dann gemobbt wird und geht. Was läuft denn der hier so gruselig rum? Macht der? Ach so, die haben jetzt alle Kameras. Oh je. Okay, kann ich mit dem socializen? Ach so, die filmen jetzt alles. Okay, 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 ich verstehe. Wo ist sie denn? Okay, die sind jetzt alle viel aufmerksamer. Und ist sie das hier vorne? Kann ich mit ihr socializen? Da ist sie. Achso, wir können jetzt nicht reden, okay. Also sie hat doch ihre ganzen Handlanger. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Wie viele sind denn das? Und er glitscht voll. Ach du Scheiße, hat die viele. Da muss ich dann tatsächlich wahrscheinlich die anderes einfach machen lassen, oder? Ich glaube aber tatsächlich, dass sie zu stark ist. Und dass ihre körperliche Strength unfassbar hoch ist. Nehme ich mal an. So, jetzt mache ich erstmal die Aufgabe für sie. So. Ich habe eine Task für dich. Ja. Sie sind alle gleich. So, wo ist sie denn überhaupt? Hier ist sie. Tag. So, okay, dann mache ich mal die Aufgabe für sie und socialize mal mit ihr. Was mag sie denn? Investigation oder Bücher? Nee, was mag sie denn? Scheiße, ich habe verkackt. Okay, dann kann ich bestimmt in ihr Buch glotzen, oder? Okay, könnt ihr mal bitte alle rausgehen? Ich würde mal gerne das Buch hier... Oh Gott, das ist ja schrecklich. Oh Gott, da kann ich ja gar nichts mehr machen jetzt. Das ist ja wirklich fürchterlich. Puh. Das wird echt anstrengend. Books, Diary, Magazine. Steel Bento. Was bringt mir das? Was bringt mir, wenn ich das Bento stiele? Ich glaube gar nichts, oder? Ja, lassen wir das mal. Ich würde jetzt tatsächlich mal gucken. Ah, genau, ich wollte ihre Task erledigen. Damit wir besser befreundet sind. Dann versuchen wir uns mit ihr anzufreunden. Und ich weiß halt nicht, was das bringen soll. Also ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich die einzelnen Rivalinnen eliminiere, wie es sein soll, dass ich das auch mal nachstellen kann. Weil bei manchen weiß ich es einfach nicht. So, hier, ich habe deine Task. Ja. Das heißt, sie liebt mich jetzt. Kann sie mir folgen? Nee, also sie folgt mir auch nicht. Okay, also folgen tut sie mir nicht. Was ich aber gern machen würde, wäre, also ich würde jetzt mal einfach in die Schule gehen, gucken, ob ich die andere auf sie anhetzen kann, ob das funktioniert. Und wenn nicht, nehmen wir das Rattengift. Das ist halt die Frage, ob sie das nicht auch erschnüffelt und merkt. Nee, das, also es kann auch sein, dass sie dann merkt, so, nee, das ist vergiftet, da bin ich jetzt sehr gespannt. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob das funktioniert mit der, die ich dann bringe und sie killen lasse. Weil ich glaube nicht, ich glaube, die halten sie dann auf. Aber let's see, my friends, let's see. So. Die ganzen Points hier schön, wird immer besser. Physical Education ist, glaube ich, auch mega wichtig. Ich glaube, es gibt noch einen Kampf, Leute. So, können wir gleich nochmal auf die Schulbank drücken. So.
Der Senpai sich aber auch, dass der Senpai nicht gefrustet, ups, habe ich gar nicht die Punkte vergeben, dass der Senpai aber auch nicht gefrustet ist, dass die ganzen Mädels, die er nett findet, mit denen was gehen könnte, auf einmal verschwinden. Also, dass denen das nicht wundert. Naja. Ich bin's. So, er hat schon die Ahnung. Also eigentlich checkt er es ja schon. So. Jetzt würde ich schlafen gehen, dann mein Monster mitnehmen und auf sie anhetzen und gucken, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, würde ich die Rattengift-Methode probieren und sie versuchen, einen Bart zu eliminieren. Ist halt die Frage, da kommen die anderen wahrscheinlich halt auch mit. So, bring to school. Ich habe keine Ahnung, wie ich die eliminieren soll. Wenn das nicht funktioniert, Rattengift funktioniert nämlich, glaube ich, auch nicht, weil es sind auch Mädels mit der Kamera da, die ihr wahrscheinlich folgen würden. Die Sache wäre, ja doch, es könnte funktionieren. Das müssen wir jetzt mal testen. Ich würde sie aber trotzdem auf richtigen Weg noch eliminieren. Deswegen schreibt mir das auf jeden Fall rein. Weil ich glaube, das ist ganz schön aufwendig, die auf anderem Weg zu eliminieren. Aber ich nehme jetzt schon 2 Stunden auf. Ey, die sind alle so psycho. Okay, es geht wieder um das Buch, glaube ich. Ey, die fangen ja direkt schon an. Okay, so, ich wollte sie jetzt... Genau, mein Monsterchen müsste jetzt da sein. Dann hole ich mal schnell das Messerchen. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß halt nicht, ob da Fingerabdrücke drauf sind. Eigentlich theoretisch ja. Deswegen keine Ahnung. Wird das jetzt hinkriegen? Ich bin jetzt echt gespannt. Oder ob da jetzt so viele Leute sind, dass es gar nicht funktioniert. Aber gut, die müssen jetzt ja alle... Ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt. So, die müsste jetzt ja hier irgendwo sein. Okay, die... Oh nein, bitte sag nicht, dass die jetzt rumwaggen. Gut, verschwindet. Bitte verschwinde einfach. Distract. Geh einfach weg. So, hau einfach ab. Du bitte auch. Wie gemein! Wie gemein sie hier rumhängen, ne? Unfassbar. Sonst muss ich echt noch seine scheiß Task jetzt erfüllen, damit er sich verpisst. Das gibt's doch nicht. Tatsächlich, der hängt da fest. Oh Gott, die hängen da jetzt gleich alle fest. Aber ist nicht schlimm, in die Schule müssen sie alle. Oh, ist das nervig, ey, ich sag's euch. Ist das mies. Natürlich fällt es denen direkt auf. Okay, die wollen also wirklich nicht. Der Entwickler möchte nicht, dass sie so umkommt. Das ist ja extraordinary radig. So. Hier machen wir mal die scheiß Task für den. Also ich glaube, am schlauesten ist es wirklich, alle Tasks für jeden Einzelnen am Ende gemacht zu haben, damit ihr die Leute notfalls wegschicken könnt. Sonst wird es echt schwierig. Ich sag's euch nur, das ist nur die Meinung von einem Profi. Wie die Psychos. So, ich hoffe, die verschwinden jetzt. Die hängen da wahrscheinlich jetzt trotzdem noch fest, oder? Ah, okay. Hat sich erledigt, so. Give Weapon. Okay, welche war es denn jetzt? Die da. Macht es mal. So. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, die wehrt sich und macht die platt. Und dann müssen wir uns wirklich... Also dann könnt ihr mir auf jeden Fall reinschreiben, wie ich das im originalen Weg mache. Dann könnte ich es noch mit Rattengift versuchen. Das können wir auch noch machen. Ob das funktioniert, aber dann bin ich auch ratlos. Gott, ich hoffe, das erkennt er jetzt nicht. Oh, guck mal. Die verloren gegangene Schülerin, die keiner bemerkt. Na, da schau an. Da ist sie doch. So. Let's gnu this. Sogar Gift ins Bento zu machen, wird halt extrem schwierig sein, weil die ganze Zeit Leute um einen rum sind. So, wo ist die denn eigentlich, die andere? Die ist gar nicht getaggt. Also sie wird schon wissen, wo die ist. So, juckt ihn halt gar nicht. Oh, diese Schülerin war seit 4 Wochen verschwunden. Was macht sie denn hier? Hier oben ist sie also. Ich glaube tatsächlich, dass sie stark genug ist, um das abzuwehren. Ich glaube, so einfach machen die es einem nicht. Oh, das Senpai. Oh. Oder? Oh, doch, tatsächlich. Oh, doch, tatsächlich. Okay, es geht. Puh. Oh mein Gott. Das ist ein... Okay, das können sie auch alle fotografieren.
Ich mach noch. Oh, Herr Jemine. So. Okay. Macht ruhig eure Fotos davon. Haha, ich bin so im Hintergrund. Ist eigentlich so richtig, richtig offensichtlich obvious. Ach, Herr Jemini, sie ist gestorben. Oh mein Gott, nein. Also das muss man auf jeden Fall zensieren, Barney. Tut mir leid, ich schalte mal weg. Aber eigentlich hätte die Zensur funktioniert. Ja, was macht ihr jetzt mit euren Kameras? Hä? Fotografiert doch. Sehr schön, es kommen 1000 Fotos, werden jetzt gemacht. Guck, wie sie alle kommen und fotografieren. Ach du meine Güte. Ja, blöd gelaufen. Ja, Fotos machen bringt davon auch nichts, Leute. Es ist schon passiert. Vielleicht wird sie ja als Mörderin deklariert. Also theoretisch müsste jetzt der Fall geschlossen sein, weil alle davon ausgehen, sie war die, die dafür gesorgt hat, dass die Leute alle verschwinden. Das wäre der perfekte Mord und der perfekte Ausgang. Ich bin gespannt, wie die Story jetzt ausgeht, weil wir haben jetzt alle 10 Rivalinnen eliminiert. Was macht sie denn? Hä? Girl? Was gibt's da? Was machst du? Was gibt's denn da? So, Clothing, Dispose of Weapon. Oh, stimmt, meine Waffe. Brauche ich ja nicht, oder? Ich habe ja keine. Dispose of Corpse, ist egal. Dispose of Weapon, Mod. Ja, das brauche ich alles nicht. Also, was da steht, brauche ich nicht machen, weil. Ich habe ja nicht die Waffe angefasst. So. Lass mal die Zeit vergehen, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt geht's aber ganz schnell, guck mal. Achso, nee, ist nur, weil es die Sekundenzahl ist. Guck mal, keinen juckt's mehr. Alle machen trotzdem normal weiter. Liegt halt so einfach, ja, ein paar Entdeckens. Und sonst juckt's einfach keinen, der Alltag geht weiter. Ja, es sollten keine. Ich sollte eigentlich auf eine Jungenschule gehen, wo ich das einzige Mädel bin, damit es diese Probleme nicht gibt. So, jetzt. Lalalalalala. Okay, der steht einfach da und ist geschockt. So, mal gucken, was passiert. The police arrive at school. Die Police kommt an der Schule an. Es wurden 2 Körper gefunden. Die Waffe. Oh, okay, sie haben die Fingerdrücke von Taiko Nabatsiki drauf gefunden. Taiko Nabatsiki ist tot, also kann keiner arrested werden, eingesperrt werden. Und keiner hat sich für mich interessiert. Der perfekte Mord, Leute. Das war das Perfekte, sie einzusperren, nach 4 Wochen wiederkommen zu lassen und sie umzubringen, als denkt jeder, sie war's. So. Senpai ist natürlich mega traurig, dass ein Freund tot ist. Ja, der arme Senpai, ne? Und ich laufe ihm so gruselig hinterher. Das ist so grausig. Das ist so grausam. So, Leute. Ich glaube, dass... Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Weil jetzt haben wir es ja geschafft. Okay, jetzt ist aber alles ganz deep traurig hier, ne? Geh mal in die Schule. Ich will wissen, was jetzt ist. So. Gehen wir mal in die Schule. Ein ganz normaler Schultag. Beginnt. Kann ich Ihnen dann am Freitag meine Love Confession oder... No words can express ja, ja. The sense of loss die Schule muss man sperren, ganz ehrlich. As a result of this terrible boah. Tragedy. Okay, also dadurch, dass jetzt halt ein Mord passiert ist, ist halt jetzt auch die Schule voll die schlechte Stimmung. Ist keine gute Stimmung, meinen Senpai anzugraben. Boah, die Musik ist auch richtig gruselig jetzt. Uiuiui. Ich habe für schlechte Stimmung gesorgt hier. Boah, ich würde echt keinem mehr vertrauen, ey. Jetzt sind einfach mal 10 Schülerinnen verschwunden oder tot. Ich glaube tatsächlich 3 tot. Aber die habe ich nie gefunden. Also ich glaube, tot sind jetzt wirklich nur die beiden. Deswegen war auch immer die Gegend sonst so normal. Das sind jetzt alle unsicher. Guck mal, die alle verunsichert gucken. Die haben jetzt alle Schiss. Okay. Uiuiui, sieht nicht gut aus. Dann gehen wir jetzt mal. Wir sind alle total verunsichert. Naja, aber nicht wirklich. Ja, die Musik ist gruselig. Kann ich das nicht wieder schön machen? So, ich gehe jetzt nach Hause. Der Detective juckt halt wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Also ab beim Mord wäre es, glaube ich, scheißegal. Da dürfte der Detective oder die Polizei alle befragen. Ich glaube, die Schule wäre auch geschlossen. Und es juckt halt einfach niemanden, ne? Und der darf immer noch nicht rein, oder? Nee, oh mein Gott. It's you.
Ja. So, lass mal nach Hause gehen. Was ist jetzt meine Aufgabe? Wir gucken, ob ich Freitag die Liebe ihm gestehen kann. Wir skippen mal bis Freitag. So, mal gucken, was da passiert. Theoretisch müsste ich doch irgendwie ihm was schenken können, oder? Ist immer noch die Stimmung so bad oder haben sie es schon vergessen? Aber ich kann ja mit Senpai gar nicht sprechen. Oder muss ich jetzt vielleicht ihn an Freitag zum Baum? Das weiß ich jetzt halt nicht, ne? Muss ich ihn jetzt zum Baum bringen, um ihm die Liebe zu gestehen? Ich habe ja nichts mit ihm zu tun gehabt. Also ich speichere mal, ob ich ihm jetzt irgendwas in seinen Spind legen kann, einen Brief, dass ich ihn treffen will. Aber ich glaube, es bringt halt gar nichts. Weil die Musik ist immerhin schon mal normal jetzt. So, lass mal gucken, vielleicht geht es ja. Ein Students Locker. Senpai. Kann ich gar nicht finden. Okay, wir lassen erstmal alle ankommen. So, kommt erstmal alle rein. Und dann kann ich vielleicht ihm was in den Locker packen, wenn alle weg sind. So. Nee, ich kann hier nichts reinpacken. Dann gehe ich jetzt mal normal nochmal in die Schule und gehe nach Hause. Vielleicht ist es dann tatsächlich erst die Woche drauf. Jetzt bin ich gespannt. Go to class. So, schön nochmal Biologie reinpfeifen. Direkt nochmal. So, schön. Wäre eigentlich lustig, mal alle Schüler einfach zu eliminieren. Und zwar selbstständig. Würde theoretisch, glaube ich, echt... Also nicht alle, aber viele könnte man eliminieren. So, dann lass uns mal verpausen. Freitag. So, jetzt muss doch irgendwas passieren. Es ist Samstag. The past 11 weeks have challenged me in every way possible. Die letzten 11 Wochen haben mich wirklich herausgefordert. But despite everything, I've still managed to defeat every. Aber egal wie es war, ich habe es geschafft, alle zu eliminieren. Diese Erfahrung hat mich stärker und mutiger gemacht. Oh, ich habe endlich den Mut gefunden, um mit ihm zu sprechen. Um ihm zu sagen, wie ich fühle. Wenn ich meine Gefühle ihm offenbare, dann muss es besonders sein. Es muss perfekt sein. Ich glaube nicht an den Mythos hinter dem Kirschbaum hinter der Schule. Aber ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um ihm meine Liebe zu gestehen. Oh! Heute werde ich es ihm sagen. Oh Gott, bitte akzeptiere meine Gefühle. Ach du Scheiße, was muss ich jetzt machen, dass er das tut? Ist jetzt schon Freitag? Das ist ja Yanderes Vater, ne? Also Ayanos Vater ist es ja wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Es passiert, es passiert wirklich. Heute ist der Tag. Heute werde ich ihm sagen, wie ich fühle. Aber heute bin ich bereit. Oh Gott. Du bist es. You were under arrest on suspicion of the murder of Sumire Saitozaki 11 weeks ago. And your connection to at least one other person's death. Wait, please. There must be some mistake. Oh nein, ein Mord kann mir nachgewiesen werden. You're not going to sweet talk your way out of this one. Your innocent schoolgirl act won't save you this time. Ach du Scheiße. Welchen Beweis habt ihr? Wir haben deine Klassenkameraden befragt. Die haben dich... Ah, sie fanden dich komisch. Der Junge da drüben. Du hast ganz schön viel Interesse an ihm. Ach du Scheiße. Einige dieser Mädels sind tot und andere sind verschwunden. Oh Gott. What's happening here is obvious. Was hier passiert, ist offensichtlich. You're eliminating any girl who tries to take that boy. Du hast jedes Mädel eliminiert, das versucht, dir deinen Jungen wegzunehmen. Sumire was your first victim. Und Sumire war dein erstes Opfer. I would never hurt anyone. I swear, I'm innocent. You have to believe me. Oh Gott. Save it for the judge.
Oh nein, ich muss vor Gericht. Kaffer, Boys. Ach du Scheiße, jetzt kommt es wahrscheinlich drauf an, wie gut ich es gemacht habe, ne? On April 1st, Ryoba Aishi put a note into the locker of Sumire Saitozaki. Okay, auf dem 1. April habe ich eine Note auf dem Locker von Sumire Sozaki hinterlassen. Das weiß ich nicht mal mehr. After reading this note, Sumire went to the East 3rd floor girls' restroom. Das stimmt doch gar nicht. That was the last time anyone ever saw Sumire. Ach so, das war das Tutorial, ne? After she was reported missing, police investigated Akademie for clues. Ah, nachdem sie vermisst gemeldet wurde, hat die Polizei quasi nach Hinweisen in der Akademie gesucht. In the East 3rd floor girls' restroom. They found some of Sumire's blood. Sie haben das Blut gefunden von ihr. Shortly before Sumire went missing, Ryoba Aishi was spotted carrying a knife. Okay, ach so, dafür kann ich nichts. Also ich kann für den ersten Fall nichts, weil es war das Tutorial. Das musste man machen. Und da hatte ich halt ein Messer in der Hand. Ja, ist dumm. And walking in the direction of the East 3rd floor girls' restroom. Later she was seen carrying a large garbage bag towards the school. Oh, ja, das kann ich ja nicht. Das hat nichts mit mir zu tun. Information came from Ui Tunisu. Ah, die hat uns verpetzt. Akademie, who was interviewed by the police the day after Sumire's disappearance. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mit der sehr gut befreundet bin, das könnte ich mir vorstellen, das könnt ihr mir gern bestätigen, wenn ich mit der gut befreundet bin, dann verpetzt die mich nicht. It's obvious what happened to Sumire. Ryoba Aishi killed her in the bathroom. Okay, ich habe sie getötet mit dem Knife, habe sie in eine Mülltüte gepackt und habe sie quasi verbrannt. All of the evidence. Do you deny any of this, Ryoba? I did not kill Sumire Saitozaki. It's true that I put a note in her locker and spoke with her in the bathroom. Also, ich habe sie nicht getötet, es ist wahr, dass ich eine Note in ihrem Locker hinterlassen habe, um mit ihr zu sprechen. But I simply wanted to discuss a personal matter with her. Aber ich habe nur etwas Persönliches mit ihr besprochen, nicht mehr. What about the knife? Was ist mit dem Messer? I noticed that one of the knives in the home economics room was missing. Ich habe gesehen, dass eines der Messer nicht mehr dahin ist, nicht mehr da ist, wo es hingehört. It turned out that someone had brought the knife to the cooking club by mistake. Ah, okay, jemand hat quasi ausgesehen, dass das Messer im Cooking Club gelassen, da gehört es nicht hin. So, I simply took it from also habe ich es einfach vom Cooking Club genommen und habe es zurückgebracht, wo es hingehört. In the garbage bag. Und der Müllsack, wie erklärst du dir das? I love my school. Ich liebe meine Schule. Ich kann es nicht ertragen, wenn überall Müll rumliegt. Ich bin so ein Schwein. Ich habe nur versucht, die Schule sauber zu halten, wie jeder andere auch. You always have a convenient du hast immer eine Erklärung für alles, hast du? Glaubst du, jemand glaubt dir diese Lügen? Oh, jetzt kommt es drauf an, ob ich beliebt war oder nicht, ne? Oh, fuck. Oh, je. Mr. Journalist. Mr. Journalist. There are a number of problems with your theory. Es gibt eine Menge an Problemen mit deiner Theorie. First of all, you're accusing me of murder. Als erstes, du beschuldigst mich des Mordes, aber du hast nicht einmal richtige Beweise dafür, dass Sumire tot ist. She is still considered missing. Sie ist immer noch vermisst. I think she simply ran away. Because of the stress of ich glaube, sie ist einfach nur weggerannt, weil der Stress für diese Elite-Schule zu hoch ist. Ich bete, dass sie noch am Leben ist und dass sie eines Tages zurückkehren wird. Du glaubst, ich habe Sumire wegen diesen drei Fakten getötet. Ich habe mit ihr gesprochen, ich hatte ein Messer und ich habe Müll verbrannt. Wie immer, niemand... Keines dieser Dinge gibt dir Grund, mich als Verdächtige zu sehen. Every day at school, dozens of students talk to each other. Jeden Tag reden Dutzende von Studenten miteinander. Touch objects that could be used as weapons. Berühren Objekte, die als Waffe verwendet werden können. And carry garbage bags to the incinerator. Und bringen irgendwelche Müllbags, also Mülltaschen oder Mülltüten, zum Verbrennen weg. There was nothing unusual da war überhaupt nichts Seltsames an meinem Verhalten. You know, I think I finally figured out what's going on here, Mr. Journalist. Ich glaube, ich habe endlich herausgefunden, was hier losgeht, Mr. Journalist. Your apprentice, Sonoko Sakanoe, became a celebrity after she stopped a killer. Du bist, ach so, sie will ihn jetzt unterstellen, dass er quasi neidisch ist und er jetzt einfach nur einen Killer sucht, damit er auch quasi bekannt wird. You're desperate to pin a crime on me.
because you want to be a celebrity too. Du möchtest mir jetzt einfach nur einen Mord anhängen, damit du auch dafür beliebt sein wirst, dass du einen Mörder gefunden hast. The only reason that any of us are in this courtroom today is because der Grund, warum mir irgendjemand überhaupt heute beim Gericht erschienen ist, weil you're deeply insecure that your apprentice has accomplished more than you. Boah, die ist schon richtig hart im Argumentieren. Also, sie... Okay, jetzt chatten alle. Order! Order in the court! It's true that there is no smoking gun evidence linking you directly to a murder. Es stimmt, dass es nichts gibt, dass du direkt für den Mord verantwortlich sein könntest, weil wir keine Beweise haben. However, with that said, over the past aber ich sagte, über die letzten 11 Wochen you have demonstrated behavior that is suspicious hast du seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Your classmates have testified that you've been stalking a certain boy at school. Deine Klassenkameraden haben eben auch ausgesagt, dass du diesen Jungen eben stalkst, den ich so toll finde. Following him when he goes shopping, bist ihm gefolgt, wenn er shoppen geht oder wenn er halt allein nach Hause geht. By all accounts, you're absolutely obsessed with this boy. Oh Gott. Furthermore, every time a girl begins to show signs of interest in him, außerdem, immer wenn ein Mädchen Interesse an Senpai hatte, something always happens that removes the girl from his passierte life. Etwas, was ihn von was sie von ihm wegbrachte. You can't possibly expect anyone to believe that these facts are mere coincidence. Du kannst ja nicht glauben, dass irgendjemand denkt, dass diese Dinge oder diese Fakten ein Zufall sind. Clearly, you are sabotaging the boy's love life in order to keep him single. Du tust also alles sabotieren, damit der Junge einfach immer Single bleibt. Und wer hatte noch einen Crush auf diesen Jungen? Sumire Saitozaki. Du hast jedes Mädchen eliminiert, das zwischen dir und dem Jungen kam. Oh Gott, Senpai wird mich danach eh hassen, oder? Und Sumire war das erste Opfer. Order, order. Enough conjecture. Genug gelabert. Let's go over the facts. Jetzt gehen wir zu den Facts. Der sieht ja richtig süß aus. Einfach nur ein Schüler, dem man Bart hingeklebt hat. Guilty oder innocent? Kaya Bogisama drowned to death. Was? Oh Gott, was? Was? Was kann ich da jetzt machen? Oh, was? Nein. Oh nein. As far as everyone knows, she's just mystery vanished one day. Okay, ach, jetzt kommt drauf an, ob die Beweise dafür sprechen, dass ich unschuldig bin oder unschuldig. Was crushed to death? Okay. As far as anyone knows, she's just mystery vanished today. So I'm gonna try drowned to death. As far as anyone knows, okay, ist mysteriös verschwunden. Drowned to death, auch nur ein Unfall gewesen. Ai Doryukwashi, Elektrizität, hat nichts mit mir zu tun. Taiko Nabadatsaki, was uns kidnappt, hat auch nichts mit mir zu tun. Mako wurde gemobbt, wurde nichts mit mir zu tun gehabt. Chigusa Busa was bold until the withdrew from academy. Hat auch nichts mit mir zu tun. Yoba hat auch nichts mit mir zu tun. Oh shit, doch. The police know that she was murdered but don't know who killed her. After Sumire's disappearance, the police were called to academy of total 4 times. The police discovered a total of 4 corpses at academy. Also 4 Tote gab's. Yoba made... Also ich habe 23 Freunde gemacht. Das ist schon mal sehr gut für mich. Meine Reputation war gut. Oh Gott, ja. Ryoba Classmate witnessed her doing something suspicious. Gar nicht. Ich hatte niemand gesehen, dass ich was Komisches gemacht habe. Ryoba Classmate witnessed her carrying a dangerous weapon. Gar nicht gesehen. Ryobas Classmate witnessed her walking around in bloodstained. Ich wurde auch nicht mit Blut gesehen. Ich wurde auch nicht gesehen, dass ich testified that they witnessed River committed. Also niemand hat gesehen, dass ich Mörder begangen habe. Und ich bin unschuldig. Taking all of the facts into consideration, it is clear beyond any shadow of a doubt. Also nach den ganzen Fakten ist klar, that Ryoba Aishi is innocent of all charges. Oh, dass ich unschuldig bin. Oh Gott. Also ihr müsst wirklich drauf achten, keine Waffen. Ihr müsst Freunde machen. Hätte ich das jetzt nicht gemacht und ich wäre unbeliebt gewesen, dann wäre ich es gewesen. Yes. Oh, sieht geil, wie sie guckt. Final Rank C. Ich habe nur C. Es gibt S, ne? You avoided a guilty verdict, but you've still taken a massive hit to your reputation. Scheiße, also ich bin unschuldig, aber trotzdem ist meine Reputation mega jetzt geschadet. Das heißt, wir werden auch keinen Senpai bekommen. Uff. A murderous schoolgirl who kills in the name of love.
It was a novel concept. Ein mörderisches Mädchen, die für ihre Liebe getötet hat. Newspapers realized it would get sales. Zeitungen. TV stations realized it would boost ratings. Zeitungen und TV haben alle darüber quasi berichtet. It didn't take long for the news of my murder trial und es ging halt auch, oh Gott, die ganze Nation hat davon erfahren. I've never seen an event get that much coverage before. It was a real media circus. Es war ein Media-Zirkus, jeder weiß jetzt davon. And now, und jetzt? Everyone jeder kennt in the jeder mein Gesicht und meinen Namen. Name Scheiße. Even worse, noch schlimmer? They all know how die wissen, wie ich, wie sehr ich Senpai liebe. Oh nein, jetzt hat er es über TV und so erfahren. Oh, this is my das Schlimmste. Nightmare. I didn't want him to learn about me like this. Schlimmste Albtraum. Ich möchte, wollte nicht, dass er mich so kennenlernt. I wanted our first meeting to be special. Perfect. Exactly like in my dreams. Ich wollte, dass unser erstes Treffen perfekt wird. Genauso wie in meinen Träumen. Now, that can never happen. Aber jetzt kann das niemals passieren. I'll never be able to see me as a cute underclassman who has a crush on him. Also ich werde mich nie wieder sehen als ein süßes Mädchen, das einen Crush auf ihn hat. He'll only be able to see me as that girl who was accused of murder. Er wird mich nur noch als TV. Das Mädchen sehen, das halt verdächtigt wurde, Mörder begangen zu haben. Wenn ich ihm jetzt meine Liebe gestehe, glaube ich, er wird niemals was mit mir zu tun haben wollen. Auch wenn ich zu 100% freigesprochen worden bin, werden immer irgendwelche Zweifel in seinen Gedanken sein. Dieser dumme Journalist hat wirklich alles zerstört. There's nothing I want more than to rip his heart out and shove it down his throat. Ich möchte nichts mehr tun, als ihn einfach nur ermorden. But spilling any blood right now would only attract more attention. Aber jetzt noch mehr Blut zu verschütten, würde nur noch mehr Aufmerksamkeit auf mich bringen. There are too many eyes on es gibt so viele right Augen, die auf mich sind. I have to lay low for a while. Ich muss jetzt erstmal aufhören. Revenge isn't an option. Rache ist gerade keine Option. But I'll never forget what that man did. Aber ich werde niemals vergessen, was dieser Mann mir getan hat. I won't be able to have a romantic confession underneath the cherry tree. Ich werde also niemals ein romantisches Treffen unter dem Kirschbaum haben. But this isn't over yet. Aber das ist jetzt noch nicht vorbei. I still have one option remaining. My last resort. Ich habe aber immer noch eine Option offen. Meine letzte Chance. Oh Gott, was passiert denn jetzt? It's unfortunate that things turned out like this. Oh Gott! But I was left with no other choice. Oh Gott! I would have been crushed if he rejected me. So, I had to take away the option. Ach du Scheiße, jetzt habe ich ihn mir genommen. Our relationship might be awkward for a little while. Unsere Beziehung wird ein bisschen komisch sein, aber das wird schon. After all, I know all of his likes and dislikes. Ich weiß ja alles, was er mag und nicht mag. I'm sure he'll warm up to me soon. Ich weiß, er wird nett zu mir sein. There's a part of me that wonders, what was the point of all the hard work I just did? Ja, was war wirklich? Sie hat gesagt selber, warum habe ich das alles gemacht, wenn ich ihn nur hätte kidnappen können? Despite the way things turned out, I don't think the past 11 weeks were a waste at all. Ah. I learned so ich habe so viel gelernt. And gained so many new skills. I'm sure I'll be able to find a way to put all of my knowledge and talents to good use. And one day, I can pass down everything I know to my son or daughter. Ach du Scheiße. Sie will alles ihren Sohn und ihrer Tochter beibringen. Und sie sagt, die 12 Wochen waren auf jeden Fall nicht gewastet, weil sie hat so viel gelernt. Das kann sie ja alles noch anwenden. Ach du Scheiße. Das war's. Boah, ist das bitter. Also, ganz krankes Spiel. Ich glaube, es gibt noch die Möglichkeit, wenn du mit den Yakuza mehr zu tun hast, dass die Yakuza den Senpai entführen und du den wieder zurückentführen musst. Es gibt auch die Möglichkeit, einen S-Rang zu bekommen. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Wir können auch noch gerne die Rivals so eliminieren, wie man sie eliminieren muss. Und vor allem, wir können noch mehr mit den Yakuza machen. Da gibt es nämlich auch noch ganz viele Missionen. Schreibt mir das gerne alles noch in die Kommentare. Das würde ich gerne ausprobieren. Und ich würde jetzt trotzdem mal skippen, um zu gucken, was passiert. Ich glaube nichts. Okay. Ja, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich nehme jetzt schon eine ganze Weile auf, 2,5 Stunden.
Würde mich sehr freuen, lasst ein Abo da und feuert mir unten in die Kommentare Tipps. Wie kriege ich die ID von den Yakuza? Wie funktioniert das? Was kann man alles machen? Haut raus, ich bin gespannt. Sage mir danke fürs Zuschauen. Ade mit E, es war wie immer wundervoll und schön. Und jetzt raus!